Du hast da ein so Strähnchen. Ja, ja. Wo? Ist das extra? Ich sehe es nicht. Da, auf der Seite. Auf der anderen? Ja, auf, ja. Ah. Da? Ja, siehst du das? Wirklich? Nein, das sehe ich nicht. Ja, ich bin ja nicht so eitu wie du, weißt du? Von dem kann man das gut jetzt einfach... Wie oft hast du jetzt schon da drüber geschaut? Vor allem kann man das gut einfach starten. Ich weiss nur nicht, ob das hier eine glatze Lücke ist oder einfach meine Stirn. Hier. Darum würde ich dort noch gerne ein bisschen Haare haben. So. So viel zum Thema. Jetzt beißt es mich, muss ich nochmal abziehen. Wie schaut es aus? Wie tönt es? Ja, von mir aus ist ja alles gut. Ich glaube, es ist nicht mehr so euphorisch wie auch schon. Früher war es noch fantastisch gesehen und phänomenal. Wer? Ja, er hat sich mit Superlativ mal wirklich? Übertroffen. Einzigartig. Einzigartig ist okay. Das gibt es wie nur einmal. Richtig. Super. Bam! Also, das ist ernst. Es ist überhaupt nicht ernst, im Gegenteil. Okay. Es ist mega schön, bist du da im Feelgood-Podcast, Fabian Zbinden. Und so ein Podcast, weil er ja Feelgood-Podcast heisst, ist ein bisschen gemacht für Menschen wie dich, muss ich sagen. Ja, weil du bist einer der positivsten Typen, die ich jemals kennengelernt habe. Du musst dich ja nicht schämen. Du weißt, dass es so ist. Du hast eine sehr, sehr eigene... Du siehst, wie gut sie mit Komplimenten umgehen. Zuerst mal merci vielmals, dass ich überhaupt auf hier sind. Logisch. Das meine ich ernst, weil ich habe recht lange auf die Einladung gewartet. Und umso schöner, dass das jetzt irgendwie stattfindet. Du bist so ein Trottel. Die Einladung ist vor irgendwie einem Jahr schon mal gekommen. Ja, weißt du, das ist ein Podcast und so. Gut, man hat es beobachtet, vielleicht prominent so. Und denkt, okay, gut, dann passe ich gar nicht in die Reihe. Und umso schöner, dass jetzt irgendwie das gleich noch klappt. Ich habe dich so früh gefragt, dass du in deinem Kopf nicht abgespeichert hast, dass das habe ich wirklich vergessen. Mein Podcast etwas könnte sein. Du hast so gedacht, ja, Podcast, ja klar. Und dann hast du ihn irgendwann mal wahrscheinlich gesehen und hast so gedacht, oh shit, was kommt denn da alles zu Gast? Und dann habe ich gedacht, okay, der krasse Gast, das ist auch wirklich nicht für mich. Nein, geil, schön. Du bist ja eigentlich, ich sage immer was, ich glaube im Beschrieb, da kann man eh mal anders, steht irgendwie Podcast mit spannenden Gästen aus der Unterhaltungsbranche oder irgendwie so. Ja. Und du bist ja eigentlich nicht wirklich aus der Unterhaltungsbranche. Ja, aber, ich finde, Food ist auch Unterhaltung. Wenn Menschen es nicht nur als Nahrungsaufnahme sehen, ist es ja ein fucking Erlebnis. Ja, definitiv. Also, weißt du, Kochen allein reicht heute nicht mehr. Du musst eine Szene machen. Du musst echt, ja, weißt du, manchmal bin ich schon mit dem Moonwalk hin und her im Rest oder so. Echt, keine Ahnung. Unterhaltung, also ich glaube, am Schluss geht es ja darum, dass man die Leute irgendwie berühren kann, was auch immer das bedeuten soll. Ja. Und ich glaube, mit Food haben wir den Vorteil, dass man auch in die Tiefe gehen kann. Also, wenn du kannst Emotionen vermitteln über ein Element, das du irgendwie auch in viel Handarbeit mit dem ganzen Know-how zusammengesetzt hast, das die Leute nicht spüren, sensorisch wahrnehmen und irgendwie wieder Emotionen, Erinnerungen, Gefühle auslösen durch das. Also etwas sehr Spannendes im Prinzip. Und ich glaube, in deiner Branche, was ist echt deine Branche? In welcher Branche? Comedian. Meine Branche. Ich habe mal, als ich die Firma gegründet habe, also Einzelfirma ist ja keine grosse Sache, habe ich zuerst von Mutzenbecher Amüsement. Oh. Habe ich es nennen. Und dann habe ich mir sehr davon abgeraten. Oh, der feine Herr. Entertainment-Branche, Comedy-Branche, eben Unterhaltung. Ich finde es eh immer schwierig, wenn man das so probiert zu definieren. Von Mutzenbeckler Entertainment Enterprises. Genau. So. Yeah. Nein, aber Emotionen berühren, viel gut heisst es, oder? Richtig. Feel Good heisst es. Also Feel Good Podcast. Feel Good Podcast. Yeah.
Ja, aber viel gut Comedian. Ganz letztes Mal hat der Schädler gesagt, ah, das habe ich Scheißtag gefunden, viel gut Comedian. Und das ist eigentlich mehr so eine Reaktion auf das Ganze, dass alles immer nur noch politisiert wird und es ist immer nur noch die eine oder die andere Seite. Und irgendwie habe ich gefunden, Comedy kann ja eben auch einfach sein, dass man sich gut fühlt. So, oder? Also mir gefällt, sonst wäre ich heute nicht hier. Ich schaue schon, was ich mache. Nein, mega, geil. Wenn spannend. Menschen mich fragen, wer du bist, dann erzähle ich deine Geschichte, die du sicher schon etwa 500 Mal erzählt hast. Habe ich wahrscheinlich jetzt etwa schon 50 Mal erzählt. Und ich weiß, wahrscheinlich nervt es jetzt ein bisschen, zum 501. Mal zu erzählen. Aber es ist einfach eine Bombengeschichte. Deine Geschichte. Erzählst du jetzt meine Geschichte? Nein. Wenn du da bist, erzähl du sie bitte. Okay. Sehr gerne. Also weißt, ich glaube, meine Geschichte ist, wie du sagst, eine von, sind wir, wie viele Milliarden? 8? Keine Ahnung. Es ist echt, ja, Geschichten sind ja immer, Geschichte wird ja erst zu einer Geschichte, wenn irgendetwas passiert ist, nicht wahr, oder? Und sonst sind es einfach so bewusste Wahrnehmungen, die aktuell stattfinden. Und das, was ich erlebt habe, war sehr durchmischt gewesen, so eine sehr turbulente Kindheit irgendwie gehabt. Viel Liebe bekommen von daheim. Mega. Laute Musik, Michael Jackson, Prince. Und man hat sich selber dürfen sein. Das ist so das wichtigste Element, wo ich einfach das ist schön, ja. Irgendwie jetzt so im Nachhinein merke, dass das so wie der ausschlaggebende Punkt war, um sich selber können zu entfalten, irgendwann mal im Leben. Dass man einfach schon früher sich selber darf sein. Ja. Auch wenn man selber noch gar nicht weiß, was man genau ist oder wer man genau ist. Aber man auch immer dann gerade ist, dass man das kann voll sein. Voll, einfach so. Und der Ort bei uns ist halt so, ja, bei unserer Mom daheim, mein Bruder ist auch daheim gsi und es war so der Ort für alle Freunde, wo man sich getroffen hat, wo einfach jeder sich selber können sein und ja. Die Leute sind nicht zu uns gekommen, weil irgendwie schon etwas Spezielles passiert ist, aber dass man eben sich selber darf sein, ist wie das Spezielle gewesen. Und das ist etwas vom Schönsten, was wir, glaube ich, unsere Kindheit erleben durften. Ja. Das zu teilen mit anderen. Weißt, wir haben nicht die Konsolen gehabt, wo jeder, weißt du, so, wir hatten die finanziellen Mittel nicht gehabt, für irgendwie sonst noch Entertainment. Aber wir haben zum Beispiel immer laut gesungen, wir haben getanzt, alle zusammen. Und wir haben auch Boxkämpfe gemacht und so Scheiß. Und meine Mama immer mitgeholfen hat und weißt, so wirklich witziges Zeug, irgendetwas und völlig random. Und ja, ich glaube, ja, und dann parallel ist auch die Schulzeit irgendwie, die stattgefunden hat. Und das war für mich so eine Zeit gewesen, wo ich so bis zur 5. Klasse das irgendwie noch spannend habe gefunden. Und dann hat man müssen anfangen, dass sie so Pläne kommen, weißt, so Wochenplan oder irgendetwas. Und dann ist so eine Struktur plötzlich gekommen, weißt, du hast nicht mehr frei irgendwie zeichnen oder lernen oder irgendetwas. Und dann ist so ein Modell gekommen, wo du musst ankreuzen, wie viel von diesen Posten, aus einem Postenlauf mit Zeug. Kennst du sicher, oder? So die Wochenpläne. Und dann habe ich so gemerkt, das ist nicht mein System, weißt du, so, schwierig für mich, weißt du. Vor dem Stress, ja. Und ich so gemerkt, okay, nein, das wird mühsam. Und dann hat man so gemerkt, dass es mühsam ist und irgendwo, spätestens zur 7., 8. Klasse, ist es dann definitiv richtig anstrengend geworden und irgendwie für mich auch so, ich habe gemerkt, es ist irgendwie Rassismus in der Schule und weißt, ich habe mich auch immer gewehrt gegen Zeug, die ich nicht richtig finde. Und es war schon crazy gewesen. Ich wollte es gar nicht zu fest irgendwie. Aber ich habe mich zum Teil auch einfach nicht wohl gefühlt und nicht verstanden gefühlt vor allem. Und dann einfach viele so Szenen, wo uncool waren. Und dann bin ich irgendwann mal vor Schule geflogen. Wir hatten so ein Schularealverbot und dann weiss ich noch, es waren so 4 Kollegen bei mir daheim gewesen, weil die anderen nicht zu sich können, weil sie, weißt du, die Eltern nicht können erklären, dass sie jetzt vor Schule geflogen sind. Und dann sind wir alle zu 4 zu mir, die Hälfte hat echt gerannt zuerst. Und dann haben wir so gesagt, Jungs, was ist doch das Geilste, was passieren könnte? Wir sind vor Schule geflogen, wir müssen nicht mit Schule, super geil. Ja. Siehst du, gerade dort hast du das Positive gesehen. Ja, nein, ich habe jetzt gedacht, hey Jungs, wir müssen nicht rennen hier, es ist doch alles in Ordnung. Ja, wir haben natürlich auch durch
das nicht verstanden fühlen, viel Seich gemacht und dann war es mir oft langweilig gewesen. Und ich habe halt, ja, wirklich mir sehr schwer da, muss ich schon sagen. Ich habe den Lehrer nie wirklich geglaubt, dass sie mir erzählen. Ich habe es nicht so, weißt, ich habe es nicht so ernst genommen, weil ich denke so, hey, okay, wir haben jetzt das Thema Römer, oder? Ja. Yeah. Mittelalter, so, weißt du. Und nachher, ja, okay. Interessiert, weißt du, wenn es dich interessiert, yeah, dann ist ja cool, dann kannst du es nachher erzählen, weißt du, der Lehrer, dass es dich interessiert und so. Mich interessiert es nicht, also lass mich in Ruhe. Und irgendwie, du bist selber auch nicht im Mittelalter gewesen, weißt du, so du mir erzählst, hast du auch irgendwo in einem Buch gelesen, das kann ich selber auch, also wirklich, weißt du, so. Und irgendwie, das ist so, so ein bisschen das. Und parallel haben wir viel geshootet, uns viel bewegt und irgendwann ist so auf dem Pausenplatz das Jojo gekommen. Das ist ein Spielzeug, das glaube ich jeder kennt, wo ein Schnürchen ist, auf und ab. Im Mittelalter oder noch früher war es ein Jagdgerät gewesen, übrigens, yeah, so, wo man einen Stein hatte und eine Schnur und auf dem Baum ist. Also das war, glaube ich, eher die Höhlenbewohner gewesen, wenn nicht das Mittelalter. Ja, aber du hast so quasi einen Mini-Bumerang gehabt, der sicher zurückgekommen ist. Oder? Gefühlt schon, ja. Und wir haben gelernt, mit diesem Tool, mit diesem Spielzeug umzugehen und haben das so ein bisschen gemastert und sind dann irgendwann mal die Besten von der Schweiz geworden. Und wirklich? Ja. Das habe ich nicht mal gewusst. Doch, ich bin mein Bruder, wenn er das wieder hört, wird er sich wieder super fühlen. Er ist nämlich Schweizer Meister geworden, ich bin Dritt geworden. Also nie ganz an die Spitze gelangt dort. Aber es war einfach eine spannende Zeit gewesen, weil das so geboomt hat in der ganzen Welt. Hey, Bruder! Ich habe auch mega Jojo gespielt. Oder? Mein Vater hat mir ein Kugellager-Jojo geschenkt, damit ich wirklich Tricks machen konnte. Ja. Und das allererste Geld, das ich jemals in meinem Leben verdient habe, war mit Jojo gesehen. Wirklich? Ja, weil ich zu Basel in der Einkaufsstrasse, in der Freienstrasse, bin ich angestanden mit so einem fucking Zylinder. Nein. Doch, da habe Jojo-Tricks gemacht. Und ich habe so Blätter ausgedruckt, die ich so angeklebt habe, wo es so drauf gestanden ist, weißt du, so mit Word-Art-Schrift, mit der geilen Orange. Jojo-Tricks. Dann habe ich so eine Liste mit meinen Tricks. Und dann habe ich, glaube ich, in einer Stunde 20 Stutz verdient. 5 Stutz davon von meiner Schwester reingeworfen. Und, geil, aber. Und eben Jojo ist der Craze gesehen. Ja. Und es ist mir wirklich vor einer Woche eingefallen, weil es auf Netflix jetzt eine neue Serie gibt. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Mhm. Irgendwie heißt es We Are the Champions oder irgendwie so. Und dort geht es um verschiedene halt so, man kann nicht mal Randsportarten sagen, sondern man sagt sehr szenische Skills. So. Ja, sehr szenische, gut, ein Hügel abrennen für einen Käse. Gut, das ist auch ein Skill. Weil sie lernen es dann, wie man sich richtig abrollt. Aber grundsätzlich auf so Nische-Wettbewerb. Ja. Und Jojo ist eine Hure-Szene. Ist krass. Und da zeigen sie die World Championships und so. Und es ist abartig, was die machen. Also, du hast das Gefühl, das kann gar nicht sein. Ist nicht möglich, ja. Dass du das Ding wirklich ab und zu an der Schnur zurückkommt. Ja. Weil es sieht aus, als würde man auf irgendetwas rumfuchteln. Ja, und das ist eigentlich auch das Jojo vielleicht symbolisch, weißt du, wie so. Wenn du etwas wirklich willst machen und auch wie etwas, was dich interessiert, etwas, was dann irgendwann mal merkst, du bist gut in dem, weißt, wo das wieder zurückkommt, das, was du einsetzt, für dort herzukommen. Und das ist das, was wir gemerkt haben, wir werden besser, weißt, du kannst wirklich, man kann sich messen, man kann lernen, weiterkommen, besser werden, weißt, wie bei allem im Leben irgendwie gefühlt. Yeah. Und das ist sicher so ein dankbares Tool gewesen, das uns eben auch auf Amerika gebracht hat, vor 20 Jahre. Mhm. Vor 20 Jahren, das ist eigentlich furchtbar, wenn man so irgendwie vor 20 Jahren, weißt, ich fühle mich wie 12, ich merke schon. Aber wir sind alt. Und irgendwie, lacht nochmal. Wir sind ja hier nicht nochmal zu zweit. Christoph ist 2-3 Jahre älter, aber nur knapp. Ja. 5 Jahre älter. Mhm. Nein, und dann sind wir in Orlando, Florida gelandet. Und dann hat es eine komplett neue Welt für mich aufgetan, weil ich das erste Mal so ein bisschen Übersee irgendwie war. Sind ihr dann ein Wettbewerb oder was? Hat die Jojo-Weltmeisterschaft. Sind ihr gegangen? Ja. Oh. Und dann ist so, weißt du, am Flughafen angekommen und dann ist die Tür aufgegangen am Flughafen und dann so eine neue Welt. Eine neue Welt, weißt du, ein neues Klima irgendwie, weißt du, das Tropische in Florida und irgendwie eine neue Luft. Es ist einfach alles so faszinierend gewesen. Unglaublich. Und das Krasse ist, ich habe das noch heute, wenn ich auf Amerika gehe, wenn ich im Flughafen ankomme, ich kaufe irgendwie
auch ein Ramsch, wo ich irgendwie, weißt, ich bin einfach voll wieder da. Immer, ja, das immer einfach der Teppich und die Gerüche und so. Weißt du, weißt, wie es ist? Das ist so, keine Ahnung, es ist mir irgendwie einfach so krass geblieben dann. Und dann ja, haben wir unsere Skills probiert zu demonstrieren dort. Dann sind sie kläglich gescheitert. Ich bin, glaube ich, 68 geworden von 70 oder von 80. Grund war aber, weil es erst so tropisch war, dass wir so nasse Hänge wie ich bekommen, weißt, so schwitzige Hänge. Und die Japaner, die so gescheit waren, die haben so Händchen an. Das ist schnürlich schön, weißt, drüber geleitet und so. Perfekt. Und bei uns bleiben hängen und dann Knöpfe und tschüss. Aber du siehst auch bei dieser Doku, siehst auch, wie sie mittlerweile so irgendwelche Pudel-Sachen sich in die Hände schmieren, damit eben ja nicht rutscht ist und so. Also du musst wirklich bis ins letzte Detail hart vorbereitet. Das ist eine Performance, High-Level. Und das hat mir so ein bisschen wirklich eine neue Welt wie gezeigt. So, okay, es gibt noch ein bisschen, auch 16. Ja. Es gibt noch mehr als wie Burgdorf, wo wir aufgewachsen sind, und Bern und die Region und so. Und bist du vorher auch nie gross niemand anders gesehen? Nicht wirklich. Yeah. Nicht wirklich. Wir sind viel in der Schweiz rumgereist durch das. Und dann hat es eigentlich angefangen. Von dort sind wir dann weiter. Wir haben auch wirklich so um die ganze Welt können reisen. Haben Promotion gemacht und sind mega verwöhnt worden. In New York, in Kolumbien, in Puerto Rico, in Hongkong, in Korea. Keine Ahnung, überall sind wir irgendwie gewesen. Und das ist schon crazy. Hure spannend. Mit so vielen Fernsehsendungen haben wir gemacht, weißt du? Live-Auftritte auch, Live-Fernsehen. Mein Bruder Julia immer so auf Berndeutsch, weißt du, irgendeinen Scheissdreck erzählt. wir finden die Videos eben nicht mehr. Wirklich so echt dummes Zeug, das niemand verstanden hat. Irgendwie im Nationalfernsehen von Puerto Rico oder so. Das war so witzig gewesen. Auf jeden Fall viel erlebt, irgendwie, ja. Viele Menschen lernen kennen. Das ist ein komisches Zeug, aber primär hure spannend. Und so wieder zurück. Und irgendwann war die Schulzeit dann auch fertig gewesen, daheim. Die, die du eh schon nicht mehr verbracht hast. Mir ist sie irgendwie, ja. Mir hat sie auch gar nicht wirklich angefangen. Nein. Und dann kam eine Berufswahl gekommen, weißt du, und dann haben wir so ein Ding gehabt, so eine Haushaltsunterricht oder Hauswirtschaft. Yeah. Hauswirtschaftsunterricht. Jetzt geheißen, so man lernt irgendwie Abwäsche oder Geschirrspüler füllen oder irgendwie, wie man lernt Pasta kochen. Der Unterricht, der mir eben gefällt hat. Ja. Okay. Den hätte ich mal gebraucht. Obwohl, dein Hemd ist immer gelettet. Nicht schlecht, gell? Ja, das Tisch ist ein bisschen verkrügelt. Ja, ja. Wobei, das soll ja so sein. Aha. Egal. Ist das ja, also, und dann lernt man Pasta kochen. Ja, und ich habe dort wie gemerkt, genau jetzt, das ist so ein bisschen, dort bin ich besser als die anderen, plus das kann ich irgendwie schon, weil von daheim, weißt du, meine Mama, also unsere Mama ist viel arbeiten, wir waren allein daheim am Mittag. Yeah. Und wenn ich etwas wollte essen, und das ist so das Element, das ich sicher schon tausendmal erzählt habe, aber das ist wie einfach auch witzig, weil so ist es halt entstanden. Mein Bruder ist heimgekommen, es ist immer nur darum gegangen, wer als erstes heimkommt, entspricht, oder wer zuerst heimkommt, bedeutet, der ist zuerst vor dem Fernseher. Yeah. Sprich, der darf dann entscheiden, was läuft. Und mein Bruder ist halt so vor dem Fernseher gelegen, dass er mit der einen Hang eigentlich den Fernseher umarmt, weißt, und er ist so vor dem Fernseher gelegen, so das Infrarot-Ding, das gar nicht mit dem Drücken, einfach so nahe, keine Ahnung. Und wenn wir etwas essen wollten, habe ich auch gekocht, da war mir sehr egal gewesen, der hat einfach den Fernseher geschaut. Yeah. Nickelodeon oder was auch immer ist gelaufen. Keenan und Kel. Ja, das habe ich geliebt. Das ist geil. Habe ich richtig geliebt. Und ja, irgend so. Und dann habe ich dort schon ein bisschen köchelt daheim, jeweils. Und dann habe ich in diesem Hauswirtschaftsunterricht gemerkt, so, okay, irgendwie bin ich da besser. Und es hat mir gefallen, dass ich besser bin als die anderen. Ja, etwas ja. Und ja, der Prozess hat dir auch gefallen. Ja, es ist spannend, irgendwie spannend gewesen. Aber mir hat es vor allem gefallen, dass ich besser bin als die anderen. Okay, ja. Das hat mich mehr fasziniert als irgendwie, ja. Man muss dazu sagen, ich bin auch begnadeter Schüttler gewesen. Das sollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Irgendwie glaube ich das weniger. Ich muss es nur mal, ich muss es selber loswerden. Nein, das hat mir dann wie aufgegeben. Und meine Kochlehre habe ich dann gemacht. Ja. Berufswahl. Und habe jetzt grosse Victoria Jungfrau dürfen 3 Jahre meine Ausbildung genießen und habe dann gemerkt, so, okay, das ist irgendwie etwas Spezielles, das ist nicht ein Beruf per se, das ist irgendwie viel mehr, weil du so viel Gefühl und Element und Stunden und Schweiß und so in etwas reinbringst. Yeah. Ja, und einfach dort auch gelernt, so einen gewissen Stolz zu entwickeln für diesen Beruf. Und das war schon noch krass gewesen. Intensiv. Also Lehrlingswettbewerb hat es gegeben. Yeah.
weißt du, das hast du können vorbereiten und auch so Skills, wenn ich es heute noch anschaue, ohne Scheiß, ich habe dort Zeug gemacht, wenn du das heute noch einmal servieren würdest, es wäre noch, es wäre im Trend, weißt du, so. Mhm. Das wäre blöd, aber ich bin wie, wirklich weiter gewesen und dadurch hat es halt nicht funktioniert. Ja. Yeah. Und mein Lehrmeister hat das auch nicht ganz kapiert. Ich habe wirklich so, einfach, weißt du, wir hatten Zimmerstunden gehabt, das kennen wir, oder 2 bis 6, das ist Zimmerstunden, niemand weiß genau, was machen, dann legst du um, bist noch müde, wenn du am Abend wieder gehst, geschafft, also echt für nichts. und das ist so ein Gastronomie-Ding. Auf jeden Fall habe ich einfach meine ganze Zeit geopfert, über etwa 2 Wochen, nonstop dran gewesen, und habe das dann so stolz so präsentiert, so, hey, hier, grosser Küchenchef, das ist das, was ich präsentieren am Wettbewerb. Mhm. Und er ist so gekommen und gesagt, ja nein, das machen wir nicht so. Ja. Und so habe ich Erinnerung, ich weiß nicht, ob es wirklich... Also, so ist es zumindest reingekommen. Nein, und er hat es wirklich genommen und so in die Köder geschossen. Wirklich? Ja. Das ist echt shit. Ja. Speziell. Die was Macht aus Küchenchef. Was hast du gemacht? Ist, was hast du gemacht? Und er ist vorgeschossen? Nein, was hast wollen präsentieren? Sushi mit Hirsch, mit röchtem Hirschfleisch irgendwie und so einem Red Snapper auf einem Gulli von geräuchten Paprika mit irgendwie sonst noch fancy Stuff und auch noch in das Crazy Dessert. Irgendwie, yeah. Ich weiß auch nicht genau. Yeah. Ich habe nur ganz alles im Kopf, aber weißt du, so spezielles Zeug. Es ist ja Fischen, Jagen, Schießen, ist dann das Thema gewesen. Das ist so ein Höhlenbewohner-Ding eigentlich. Oh Mann. Nein, ja. Also probieren würde ich es. Ja. Hey, und dann habe ich das einfach bestrafen, weißt du? Ich denke, shit, oder? Krass. Ja. Der grosse Küchenchef ist dann wie so. Weißt du, der ist ein Küchenchef in so einem Haus mit 50 Köchen oder 60 Köchen. Der ist wie ein. Der ist so wie ein. Das war krass gewesen. Der hat wirklich so eine Aura ausstrahlen, in deinem Raum ist, kannst du einfach zittern, weißt du? Irgendwie. Und, wirklich. So, ja. Wirklich so. Der, ja. Der Grossherr. Ja. Ja, und er hat es aber mega gut gemacht, also ich muss ihm da, ich tue den Namen jetzt bewusst nicht nennen, aber ich kann eigentlich nur mal gut von ihm reden, weil er ist der gewesen, der mir am Schluss so eben das irgendwie beigebracht hat, was es wirklich bedeutet, in der Küche zu stehen und für Menschen irgendetwas zu kreieren und zu schaffen und das hat mich extrem geprägt, ja. Man hört ja immer, es sei so tough in einer Küche und vor allem, wenn man noch die Lehre macht. Oder? Das ist so ein rauer Umgang und es wird ja noch stilisiert durch die Fernsehsendungen mit irgendwie Gordon Ramsay und was weiß ich. Weil eigentlich flucht man sich nur an und schmeißt sich irgendwie die Pfanne an den Grind. Aber es ist sicher... Aber eigentlich ist es genau so. Es ist... Ja, man kann es nicht schönreden. Es ist wie... Es kommt voll darauf an, wo du da bist. Und ich glaube, also das ist das, was ich mich dann auch später mal eingesetzt habe dafür. Weil ich eigentlich daran glaube, dass eigentlich auch Gastronomie mit Harmonie irgendwie auch funktionieren kann. Und das sieht man ja bei den meisten modernen Betrieben, dass das wirklich wunderbar klappt. Aber warum hat sich das so entwickelt? Ich frage mich das immer. Das ist so das Macho-Eide-Zeug, weißt du? Das ist so das. Es ist irgendwie. Auch ähnlich wie auf der anderen Seite, je nachdem. Weißt, die Menschen, die essen wollen, haben einfach auch ihre Ansprüche. Ja. Und dann so, weißt, so, Uga, Uga, ich hungere, du kochen nachher essen oder irgendwie, weiß nicht. Ja. Und der Koch war auch das Uga, Uga irgendwie nonstop. Und dann ist so das hierarchische Zeug und so wie ein System irgendwie gewesen, weißt, mit diesen Positionen. Und weißt, Kochchef, Sous-Chef. Und nachher alle anderen noch auf der Linie, weißt, die noch gearbeitet haben. Und crazy. Aber ja. Aber wenn es dann, so tough ist am Anfang dann, und man das durchsteht, dann hilft es einem ja eigentlich, um danach eben quasi wie ein freier Vogel ja, zu sein. Ja, und dann gehst du irgendwie auf L.A., wie ich dann gegangen bin. Ja, ich hatte dann das Gefühl, ich muss wieder zurück auf Amerika irgendwie. Yeah. Ich bin in Los Angeles gelandet, habe mich dort beworben, beim Restaurant von Robert De Niro und dem Nobuyuki Matsuisa. Nobu hat das geheißen. Yeah. Das ist japanisch-peruanische Küche. Fusion, sehr modern. Ja, und dann landest du dort und hast das Gefühl, okay, jetzt bist du nicht. Und dann lernst du alles nochmal neu. Weißt, du kommst am Freitagabend in die Küche und stehst auch nicht im Weg. Und die Koffer, weißt, packt und niemand ist mich abholen, nichts organisiert. Katastrophe und landest eben.
ja, aber ich bin jetzt da, also niemand hat auf dich gewartet, weißt du, so, ich bin jetzt da, ja, who cares, hast niemand interessiert. So. We don't give da oben kannst du den Koffer deponieren und dann soll der Koch jagen und dann kommst du wieder runter. Yeah. Und ja, Jetlag, lass ich, weißt du, schön, einfach irgendwo in der Ecke. Also, ach, shit, krass, bist genau so an dem Tag angekommen, wo du schon nicht davon kommst. Direkt, das ist kein Witz. Gut geplant. Nur im Weg gestanden, weißt du, hässige Leute, weißt du, hier und da. Das ist krass. Und dann lernst du alles nochmal neu, weil weißt, die Skills von japanischer Küche sind auch anders. Weißt. Wir haben es immer gelernt, so, weißt, so wie ein Wellenschnitt, irgendwie, da, Schnittloch schneiden oder so. Yeah. Und das Spielen ist tabu. Oder? Das Messer muss scharf sein und wenn es scharf ist, dann muss es schön oben abschneiden. So. Yeah. Nicht zwingend langsam, aber einfach die Bewegung und nicht so. Weil sonst verdrückst du ja den Saft und die ätherischen Öl von diesen Gewürzen ist dann recht die Hälfte auf dem Schneidbrett und du willst sie eigentlich im Gericht haben selber. Mhm. Weißt du, so, also es ist wirklich mit viel Respekt vor diesen Lebensmitteln. Ja, schön. So ein Sushi-Master, dass du irgendwie 3 Jahre lang nur Reis kochen. Nein, das, die Ausbildung geht schon mehr als 8 Jahre. Ja, aber, ja, ja. Aber die ersten 3, du hast ja, wirklich nur Reis kochen. Ja, ja, ja. Ja, so. Ja, definitiv. Sick. Viel gelernt, spannend gewesen, Hollywood, ganz Zirkus mit allen möglichen Party XY. Hollywood Hills, Paris Hilton, Busta Rhymes, Party gemacht, alle, die man kennt. Und Madonna hast du mal in die Küche gehört, irgendwie so? Madonna war schon da. Gewesen. Das war witzig. Mein Kollege, der dort der Chef war, war so sein grösstes Idol. Gewesen. Madonna. Und dann ist sie gekommen. Und er nicht wollen, er hat gerannt, weißt, dass sie da ist. Und er hat nicht wollen runterkommen, weißt, um zu schauen und zu begrüßen. So. Und dann ist er gleich gekommen. Weißt. Er hat lange oben im Büro einfach gerannt. Wirklich? Ja, weißt du, und so, keine Ahnung. Echt witzige Sachen. Und aber es ist immer so die Frage, willst du deine Heroes so, kennenlernen, weißt, oder nicht? Aber gerade bei der Madonna erwartest du eigentlich fast, dass sie nicht die netteste Person ist. Und darum hat sie es dann fast einfacher, wenn sie dann einfach irgendwie nett Hallo und Danke sagt, dann bist du eigentlich schon im Himmel. So. Definitiv. Also der Typ jetzt. Ja, es ist wie, weißt du, dort hier ist eine eigene Welt. Und der, wie hat der Case, Hugh Hefner, weißt du, Playboy ein Mensch nicht hatte. Das war ja auch so eine Figur gewesen. Das ist im Badmantel gekommen. Das ist wirklich. Die sind 3 Tage vorher einfach 2 von seinen Privatköchen in die Küche gekommen und haben so ein A4-Blatt gegeben mit dem Menü, das er dann isst, wenn er kommt. So, wir haben eine Menükarte. Weißt, so, was kommt denn dann immer? Und dann einen Tag vorher sind sie alles so vakuumierte Päckchen bringen mit der Anleitung, das müssen wir dann so lange im Wasserbad aufwärmen und so weiter. So eine Anleitung für sein Food. Und dann ist er wirklich gekommen mit seiner ganzen Entourage, also weiblichen Begleitung. Yeah. Und dann haben wir sein Essen, das seine Köche bei ihm daheim vorbereitet haben und uns gebracht haben, für ihn in unserem Restaurant müssen machen. So, also, weißt du, so Zeug läuft halt dort. Das ist absurd. So, ja. Das ist crazy, man. Aber echt witzige Begegnungen. Yeah. Ich habe so immer spannend gefunden. Yeah. Weißt du, beim Personal-Ding, Ausgang hing, war Parkplatz gewesen, und raus, Lionel Richie, ja, dann schnurrst du ein bisschen zusammen. So. Einfach so witzige Sachen halt. Aber weißt du, nichts irgendwie Teufgründiges oder so. Aber echt immer so lustig gewesen, diesen Leuten zu begegnen. Und meistens hat man sich dann irgendwie Spass gemacht, weißt, so mit dem, einfach so mit der Kapuze raus und Paparazzi sind drum vor dran gewesen, weißt, und dann nach dem Feierabend einfach so durchgelaufen und so ein bisschen Dreck. Witzig gewesen. Also meine Erfahrung in diesem ganzen Zirkus ist gesehen mit so, weißt, so über Energy Interviews halt XY die ganze Zeit und da Termin und dort und so. Ja. Und meine Erfahrung ist so gesehen, sobald es zu einem Teil von deinem Job wird, gewöhnst du dich so schnell dran und es kriegt so eine schon fast übertriebene Normalität, ja. Wo Menschen, die das nicht machen, null können verstehen. Mhm. Weil isoliert zu sagen, frag mich nicht, ich bin an einer Party gesehen und Paris Hilton ist dort gesehen, ist so, oh mein Gott! Aber wenn eben tagtäglich irgend so etwas passiert, dann ist es eher so, ja, das jetzt auch noch, oder? Und sonst könntest du wahrscheinlich gar nicht handeln, weil sonst würdest du, glaube ich, mit den Kollegen jeden Tag auf die Hügel und irgendwie im Estrich hocken. Ah, ja, ja. Gut, und gleich unumstrichlich ist es scheissegal. Also weißt du, es hat ja nichts Bedeutendes irgendwie für die Menschen oder so, es ist wie ein aber Erlebnis. Das ist die Erwartung, oder? Ja, ja. Die Erwartung ist, dass du so findest, oh mein Gott, wow, oder? Voll. Und oft ist es ja viel mehr Menschen, die einem etwas bedeuten. Also, dass zum Beispiel der Küchenchef
von deiner Lehre für dich eine stärkere Bedeutung hat als der Lionel Richie auf dem Parkplatz. Ja. Ja. Das meine ich eigentlich. Voll. Ja, ja. Gut, dann ist Dennis Rodman zu uns heimgekommen, an der Schwätze. What? Siehst du, da würde ich jetzt sterben. Da würde ich jetzt sterben. Dann habe ich nach Miami gewohnt. Bin auch noch auf Miami gearbeitet für No Buono. Habe dort bei seinem ehemaligen Manager gebügelt und wir irgendwie ähnliche Tage Geburt gehabt. Der Dennis Rodman will. Und nachher haben wir den eingeladen irgendwie. Und dann ist er gekommen mit seinem... Echt übertrieben, Mann. Das ist echt so. Das ist wirklich übertrieben, der Typ ist übertrieben. Ist ganz ein lieber Mensch, aber echt so... Der hat kein Gefühl, weißt du? Stampft so auf dem Boden rum und ist so laut, weißt du? Und irgendwie zwei Frauen dabei, weißt du? Und dann weißt du auch nicht genau. Und er Zigarren rauchen drinnen, weißt du? Einfach laut, weißt du? Dann habe ich so ein Bier gebracht, das Corona-Bier. Ja. Ich habe nicht gedacht, das wäre witzig und nicht sagen, Corona-Bier ist nicht lustig. Es ist gar kein Ding. Wobei, ich finde, für die Firma finde ich es wichtig, dass man trotzdem das Bier weiter trinkt. Ach so, okay. Ja. Nein. Und dann habe ich wie Prost machen mit ihm, wo er einfach, weißt du, so bam, weißt du, so klappt. Und dann hat er das erste Mal in seinem Leben ein Bier getrunken. So auf ein Ding, hinten alles geschummelt. Das ist so ein Brutus, weißt du. Yeah. Aber gleich einfach sehr zerbrechliche Person und irgendwie. Item. Hollywood. Ist das noch schnell, in welchem Zeitraum reden wir da? Ist er dort schon voll der Korea, der Nordkorea-Kollege? Nein, gewesen? Das war auch noch vorher. Das ist dann, wo er mir gesagt hat, dass er noch einen ganzen Container an Hardy-Kleider hat, die sie nicht verkaufen können. Also weißt du, auch dort, wenn du zwei Jahre zu spät bist. Ja, ja, so, er ist dort auch eingestiegen oder ich weiß auch nicht was. Dann hatte ich auch viele Kleider nach vorne, aber ich niemand mehr wollte, weil es schon lange durch war. So die Zeit, keine Ahnung, ist ein Zeitchen her. Ja, ja, aber Ed Hardy ist eine sehr, sehr präsente Zeit. Ja. Einfach wirklich innerhalb von drei Jahren und nachher auf einmal wieder. Eben, auf einmal hast du einen Container von dem Scheiß und du weißt nicht, wo hin damit. Heavy. Ja, und dann irgendwann... Zum Abschluss dann noch gelandet beim Kronprinz von Katar in seiner grossen Villa in Bel Air als Privatkoch, den er hat gesucht, weißt du? Yeah. Hat einen Privatkoch gesucht. Und ja, mit dort bin durch meine Vermieterin dort reingekommen, weil die hat das Ganze umbauen. Und dann irgendwie wirklich gemerkt, so, okay, komm, ist gut. Also, weißt du, meine Welt, das wird mir irgendwie alles zu viel und haben wir das nicht können vorstellen. Das ist ja dann wahrscheinlich das Absurdeste, wenn du Privatkoch bist in einer Villa. Ja, vor allem, es ist nicht einfach eine Villa, das ist so eine 25 Millionen Villa mit, weißt du, einfach... Ja, weißt du, es ist echt, ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich, nein, ist gut. Und dann bin ich zurück auf Bern. Habe die Chance bekommen, ein Quartierrestaurant neu zu eröffnen. Und das ist... Aber wie ist der Sprung genau gegangen? Hast du wirklich an einem Tag bist gegangen und gesagt, oh, der Katar-Prinz, das war es für mich. Und hast du Flug gebucht, auf geht's. Ja, also ich bin ja zweimal, weißt du, es hat einen kleinen Unterbruch gegeben. Ich bin mal noch eins heimgekommen und habe hier noch ein probiert zu sortieren und so ein paar Jobs gemacht. Und dann bin ich nochmal rüber, wo mir einer so... Es ist einfach, weißt du, viele dubiose Sachen halt hier in Amerika passieren manchmal. Und so da hat mir versprochen, kannst du ein Visa und so, keine Ahnung. Und hat mir gesagt, ja, schau, weißt du, wir haben hier einen, oder kannst du heiraten oder kannst du bleiben. Und so, also, nein, komm. Ist alles gut, weißt. Ich bin extra wegen dem ausgewandert, weißt, ich wirklich alles verkauft in der Schweiz nochmal, weißt, zweimal hintereinander, irgendwie hure Zeug irgendwie und ich habe mich nicht wohl gefühlt, dann habe ich meine Messer gepackt und bin dann einfach zurück und dann bin ich auch wieder geblieben, also weißt, es ist wie Bauchgefühl. Ja. Spüren und irgendwann für sich selber können zu kommunizieren und zu verstehen und zu sagen, hey, nein, schau, das fühlt sich nicht richtig an, ich muss eine Entscheidung treffen. Respektive, ich muss gar nicht die Entscheidung treffen, ich mache einfach. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, wie gesagt, habe ich dort das Rest aufgebaut und es war eine schöne Zeit gewesen. Mega. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, hey, ich will für mich selber auch mal etwas machen. Und das war vor fünf Jahren, sechs Jahren gewesen, wo ich Larry Bolita, meinen Foodtruck, gegründet habe. Und dann bin ich fünf Jahre einfach auf der Straße von Bern irgendwie unterwegs gewesen und habe jeden Tag das Gleiche gekocht. Mhm. So, bis so irgendwie vier Jahre in einem absoluten meditativen Trance-Zustand gewesen, durch die Repetition und gleichzeitig einfach
hure teufe Freude und eine Liebe für Menschen irgendwie auf der Straße zu verköstigen quasi und auch noch Geld zu verdienen dabei, das ist so ja, irgendwie das höchste von den Gefühlen in meinem Leben gewesen, irgendwie auch spannend. Und die Abwechslung hat es ja gegeben durch den Standort. Weißt, ich bin Mandy immer dort, Zeist yeah. immer dort. Yeah. Und die Leute brauchen Sicherheit im Leben. Alle. Und ein Fixpunkt. Ja, ihnen die yeah. Sicherheit gegeben. Zumindest einmal in der Woche einfach etwas Schlaues zu essen. Weißt, so. Yeah. Irgendwie hat es so funktioniert. Und einfach hohe Freude gehabt. Und ja, hat es voll durchgezogen. Und es ist eigentlich das Geile, dass wenn du die Möglichkeit hast, alles Erdenkliche zu kochen. Wenn du eben wie zweimal eine Kochlehre gemacht hast, du hast die Schweizer Kochlehre gemacht, dann hast du sie in der Lehre wie nochmal gemacht. Und dann sagst du einfach, ich koche jeden Tag das Gleiche. Es klingt so restriktiv, aber es ist aber fast befreiender durch das, weil du weißt, du könntest, aber du musst nicht. Ja, es ist vor allem aus dem Ding rausgekommen, weißt du, wir haben einmal in der Schweiz auch noch im Rest gebügelt, wo man noch Michelin-Sterne kocht und so weiter, weißt du. Wir haben immer eher so in diesem Fine-Dining-Bereich bewegt und keine Ahnung, wir hatten zum Teil 20 verschiedene Zutaten auf dem Tower gehabt, weißt? Hier hat es noch ein bisschen geräuchert und hier hat es noch ein bisschen explodiert und da hat es noch ein Ding und hier noch ein bisschen Crunch und da noch Textur und da noch so eine Folie und weißt, so recht spannendes Erlebnis, mega, yeah. weißt, super. Aber wir sind doch auch einfach gestrickt, weißt? Wenn wir Hunger haben, muss es fein sein, es muss angenehm satt machen. Und idealerweise nicht hure bleigen oder irgendetwas, weißt, so, yeah. wo du einfach keine Krämpfe bekommst und dich gut fühlst. Yeah. Nicht wieder, musst du pennen, wenn du im Büro schaffst und Mittag etwas, was dir schlägt, ist so. Und das ist das, was ich mir auch vorgenommen habe. Dann habe ich die Eintopfgerichte serviert. Toskanische Bauernsuppe im Brot, dass wir keinen Abfall haben. Und wie gesagt, es hat mich vor allem beflügelt, einfach auch zu sehen, so, hey, es ist im Fall alles okay. Es ist alles easy, so. Wenn man sich selber kann vertrauen und einfach auch an sich selber, wie soll ich sagen, man schafft an sich selber täglich, weißt du, so. Man lernt jeden Tag dazu, wenn man mit offenem Herz, wenn man sich öffnet und die Augen offen hat, so durch das Leben geht, dann es kommt eh alles, also weißt, es passiert ja wie alles. Was musst du machen? Für das jetzt. Nichts, ein paar Anstöße, Ideen umsetzen. Ja, weißt du, so, aber wir müssen es machen dann, irgendwie. Und wenn man es nicht macht, passiert halt auch nichts. Das ist relativ einfach. Und irgendwie, das ist so, wie ich mein Leben gestalte, wie es weiter ist gegangen. Ich habe dann so eine Version von einer Fertigmahlzeit kreiert. Und ich dachte, ich könnte das abbilden, weißt, weil ich nicht das Foodtruck-Konzept in ein Franchise habe umwandeln wollte. Ich bin auf Deutschland, weißt, Höhle der Löwen, eine grosse Sendung yeah. mit Investoren und Aussachen, weißt, mega krass und viel Erlebnis dort auch, weißt, das ist wie. Und dann hat das wie auch nicht funktioniert, weil ich nicht happy war mit dem, was ich gemacht habe, weißt, weil so in kurzer Zeit habe ich dort die Rezeptur müssen darstellen und wir haben auch viel Zeit verloren mit Vertragsverhandlungen und so, weißt du? Yeah. Und dann hat das auch nicht geklappt. Und also Höhle der Löwen ist ja eh speziell, weil trotz allem ist es auf der fucking Fernsehsendung. Und ich liebe es als Fernsehsendung und du hörst immer, ja, die Hälfte der Deals kommen eh nicht durch. Oft ist es irgendwie auch, weil nicht alle ganz ehrlich gesehen sind und irgendwie, man hat schon 37 Investoren hinter dran und will jetzt auf da nochmal jemanden und so und man will auch jetzt eine Werbeplattform, aber ich weiß nicht, was schlussendlich gesehen ist, 20 Minuten oder so, die bricht die Beitrag, ja. Aber du bist 2 Stunden da drinnen gestanden und hast mit denen diskutiert und denen die Herzensprojekte ja. vorgestellt, so, oder? Und dann sind 2 haben dort gesagt, sie steigen nie. Ja, yeah, genau. Und dann ist jemand sowieso schon nicht. Ist ausgestiegen. Ja, sowieso genau. Schon nicht dabei gewesen. Wieso nicht? Der hat nachher in den Vertragsverhandlungen irgendwie das Gefühl gehabt, es sei gleich nicht das, was er sucht. Ah, okay. So. Also dort ist er auch einfach raus. So, ja. Und dann ist. Wörl. Ja. Dagmar Wörl. Dagmar Wörl. Ja. Sie ist dann noch dabei gewesen? Sie ist geblieben, genau. Sie sind auch in engem Kontakt, immer noch. Mhm.
Ja, dann ist das Projekt entstanden, weißt du, wo ich wie die Weiterführung von dieser Version, die ich mal gemacht habe, aus dem Foodtruck aus, eigentlich eine fertige Mahlzeit, die man mit heißem Wasser aufgießen kann. Ja. Wo schnell zubereitet ist. Und ja, ich bin einfach noch nicht all the way happy gewesen, wie gesagt. Wir haben das verkauft, aber es hat einfach noch nicht gepasst. Mhm. Ich musste dann auch eine Entscheidung treffen. Wir haben alles aufgefahren, weißt du, viel Geld investiert und so. Aber wenn du nicht zufrieden bist mit etwas, weißt, und du nicht siehst, dass das neu herführt, wo du dich wohlfühlst, ist es einfach schwierig. Ich war auch in Köln, weißt du. Es war alles in Köln. Ich bin dann auch auf Köln gezügelt und hatte dort das Büro gehabt, Mitarbeiter, weißt du, so. Aufgebaut. Dort habe ich dich übrigens im Podcast eingeladen. Ja, aber siehst du, das hat vielleicht einen Grund, warum ich das nicht wahrgenommen habe. Ich war auch einfach im Zeug. Krass. Ja, aber bist echt so grennend im Auto, du warst echt nochmal zurück auf Bern. Ja, krass. Und denkst wie, hey, shit, was habe ich hier gemacht? Mhm. Was ist hier passiert? Wo bin ich? Was ist los? Und wir haben dann entschieden, das runterzufahren. Ja. Die Becher, die wir haben, noch verkaufen und möglichst alle Rechnungen noch zahlen, wie es geht. Mhm. Und dann, ja, dann ich das Glück gehabt, dass ich in der Kölner Startup-Szene schon recht gut connected war. Und habe dann das Franzi lernen kennen, einen gemeinsamen Freund. Sie hat BWL studiert. Das ist so, Kochlehrer ist hier, BWL ist irgendwie da. Das ist wie beim Komiker, ja. Es ist echt irgendwie das komplette Gegenteil. Ja. Und wir haben uns dann getroffen und es war irgendwie das, gewesen, was mir gefällt hat, vom Gefühl her. Und wir haben es nochmal komplett neu aufgesetzt. Neue Firma gegründet, neue Rezeptur, neue Produzent, alles neu. Ja. Neue Namen, alles. Das nennt sich Feel Food. Feel Food, Feel Good. Absolut. Ja, darum, ich sage ja, du passt schon. Es passt schon. Und ich wollte jetzt nicht zu fest irgendeine komische Werbung machen, ich wollte nochmal schnell erklären, was das ist, was wir machen. Weil Feel Food ist eine funktionale Mahlzeit. Das heisst, es ist alles pflanzenbasiert, ist alles biozertifiziert und du hast die wichtigsten Nährstoffe, die du brauchst. Viel pflanzliche Proteine, viel Ballaststoffe. Wir haben weltweit das erste bio-vegane Vitamin B12, ein Tagesbedarf, der deckt ist. Also ziemlich crazy. Du kannst mit heißem Wasser in diesem Becher einfach aufgießen. Du wartest 5-6 Minuten und hast einfach eine vollwertige Mahlzeit, die dir alles bringt, was du im Prinzip brauchst, für dich einfach gut zu fühlen. Am Mittag etwas zu essen. Also es ist wie früher die Quick-Lunch-Dinger, wo irgendwie so einfach... Einfach in Schlau jetzt. Genau, Hörnli mit so einem Käse-Imitat. Ja. Käse-Pulver. Ja. Das oft in gut. Nachhaltig und gut und gesund und fein, genau. Weil das System habe ich schon immer cool gefunden. Weißt du, ich habe die Hörnli mit Käse auch gegessen. Ja, yeah. Gib es zu, weißt du. Ich habe es spannend gefunden. Und das System ist geil, weil es mit heißem Wasser so schnell zubereitet ist. Und das ist das, was wir jetzt machen. Yeah. Feel Food. Aktuell ist gerade unsere Crowdfunding-Kampagne, die läuft. Yes. Auf Start Next und da geben wir Gas. Wir haben ein cooles Team und sind hure happy und sind voll dran. Was ich krass finde, ist, du hast ja eigentlich wie zweimal alles komplett Golo. So. Ja, mindestens. Ja, aber also jetzt, wenn du jetzt die Geschichte, die du jetzt erzählst, ist geil. Ich habe gesagt, erzähl deine Geschichte und wir haben jetzt 40 Minuten. Oh, nein, ja, reg dich nicht auf, im Gegenteil. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Aber das ist ja das, was ich gedacht habe. Darum habe ich es ja in diesem Podcast wollen. Weil, ich meine, du bist ja mal im Radio zu Gast gesehen, aber ja, nach 2,5 Minuten kommt wieder ein Song und dann muss man da noch. Und dann kam Sport dann, gell? Stimmt. Das ist doch so eine Langlaufsendung. Dann hat er so gesagt, ah, sorry, weißt du, jetzt gibt es ein bisschen Pech. Weil normalerweise ist es nicht noch Sport, aber jetzt ist es auch noch so Langlauf, gell? Und dann müssen wir das noch machen. Und dann, gut, dann wäre ich so in Flow gekommen, weißt du? Ja. So und dann auf einmal so, hey, wir müssen noch schnell schauen, was ja, dann, Platz 17 momentan macht. Geil. Okay. Ja, logisch, es ist halt, Radio ist Allround, Informations, Infotainment, was weiß ich. Und eben, da kann man in die Materie hineingehen. Aber weißt, das Thema Laga ist eigentlich der Punkt zum Anknüpfen. Ich meine, das ist ja etwas, was wir nie gelernt haben. Wir lernen es nicht. Yeah. Warum nicht? Weil wir uns immer wehren dagegen. Laga. Ich meine, ich kann nicht dir irgendwie ein Rezept geben, wie funktioniert das perfekte Können Laga.
Yeah, ich weiß es nicht. Mm-hmm. Ich bin das auch am rausfinden. Ich habe zum Teil immer noch so zwei, drei Zettel von früher im Keller, die ich mich nicht lösen kann. Mm-hmm. Weißt du? Und gleichzeitig kann ich so Entscheidungen treffen, wo irgendwie viele Emotionen, viel Geld involviert ist. Und weißt du, so, also, es sind verschiedene Ebenen. Und wenn, wo meine Mom ist gestorben, bin ich wie. Das war vor 6 Jahren. Habe ich auch müssen lernen, lagen. Oder, weißt, oder was bedeutet das? Lagen. Und das ist wieder so, das ist wie eben mit dem Tod. Oh, weißt du, wir lernen das nicht. Wir lernen nie mit dem. Wir lernen, wie Dritter und Trümmer gelebt haben früher, weißt du? Aber nein, das meine ich wirklich ernst. Das meine ich wirklich ernst. Das ist. Das stimmt doch nicht. Wir müssen doch lernen, wie, was im Leben wirklich wichtig ist. Und wir sind immer konfrontiert mit Entscheidungen und eben können lassen. Und die grösste Kraft ist dann, wenn sich der Bauch so richtig zusammenzieht. Dann, wenn du weißt, hey, ich kann fast nicht mehr, ich renne nicht drei durch. Liebeskummer, Heimweh, jemand stirbt, bla bla bla, so das Ding, weißt du? Wenn es dir einfach alles zusammenzieht und dann weißt du, okay, ich lebe noch. Und zwar sehr aktiv. Ich nehme das aktiv wahr. Du hast keine andere Chance. Du musst dich dem widmen, streichst du durch. Yeah. Dort her schauen, was ist hier, was findet statt. Und genau das ist das, was ich mache seit 6 Jahren. Ich schaue her, was passiert. Nicht, dass ich jeden Tag Bauchweh habe, zum Glück nicht. Aber einfach, wenn ich so in so Elemente reinkomme, was das mit mir macht. Und vielleicht nochmal schnell zurück zu, wenn Leute gehen, aus kleinen Dingen wie ich, jetzt das, mich nicht mit dem umgehen. Ich bin echt fest überzeugt, dass eigentlich das grösste Geschenk, das wir Menschen haben, ist unsere Vorstellungskraft, unser Vorstellungsvermögen. Wir können alles glauben, was wir wollen. Das ist verdammt schön, ne? Wir können alles, egal, weißt du? Jeder für sich. Und ich bin echt fest überzeugt, dass die Menschen, die irgendwie sterben, tot, wie auch immer man das nennen will, weißt du, die sind ja physisch nicht mehr da. Die werden ja irgendwie kremiert, je nach Religion, verbrannt oder so. Aber, ey, weißt du, wie diese Leute da sind? Wir können es nicht beweisen, weil wir es nicht sehen. So, aber weißt, das ist doch das Gefühl, das man hat. Man wird begleitet von... Die Menschen sind da. Ein schönes Gefühl. Jeder kann das für sich selber überlegen, wie er damit umgehen will. Und es ist echt auch schön. Darum ist alles okay. Und irgendwie... Wir nehmen eh alles viel zu ernst. Immer. Ausser du. Du machst es aber richtig. Ja. Nein, oder nicht? Es ist doch alles immer so ernst, Mann. Nein, ich glaube eben, also in Bezug auf Golo geht es ja auch ein bisschen darum, das ist wirklich sehr eine schweizerische Mentalität. Und das finde ich zum Teil wirklich auch anstrengend, ist, dass in der Schweiz sehr viel als Scheitern angesehen wird. Und das Scheitern als Begriff auch etwas als mega Schlechtes angesehen wird. Und das, wenn man deine Geschichte darüber gehört hat, eine Schweizer Sicht darauf könnte sein, ja, ein paar Mal gescheitert. Weißt? Aber so wie du es erzählst, nimmt man sie nicht mal als das wahr. Sondern es ist viel mehr, dass eben Golo im Sinn von, mir tut es nicht gut, also gibt es die Firma am Schluss auch nicht mehr. Weil es bringt nichts so. Oder? Mhm. Und viele wollen sich aber irgendwie gleich festheben an dem Gedanken, und das ist dann wahrscheinlich eben wieder das Ernst nehmen. Wir haben Schritt 1 gemacht, wir haben Schritt 2 gemacht, jetzt müssen wir auch Schritt 3 machen. Manchmal muss man bei Schritt 3 sagen, ey, ich glaube es nicht. Ja, voll. Also, weißt, ich weiß gar nicht, was ich sagen manchmal. Also, es ist wie. Es wird so viel geredet, weißt du? Es wird so viel geredet. Und irgendwie. Die Leute sind so verwirrt. Die Leute sind durcheinander manchmal. Und es tut es doch einfach gut. Jetzt geht. Auch wo wir drinnen stecken, weißt du? Einfach. Zeit. Echt daheim allein. Irgendwie ist doch das Schönste, was es gibt. Yeah. Buch lesen, schnaufen, dankbar zu sein, weißt du? Das, was für mich echt mega wichtig ist, dass ich einfach wie alles, was ist, bin ich, weißt du? Es ist nur das. Es kommt alles von mir, immer. Yeah. Erst wenn ich bin, bist du auch. Wenn ich nicht bin, bist du für mich nicht, weil dann bist du nur da für dich, weißt du? Yeah. Ich gebe das ja vor. Yeah. Immer. Mm-hmm. Und einfach mehr Zeit mit sich selber, weißt du? Es gibt so viele schöne Bücher oder einfach mal schnell ein still herhocken oder Meditation, Yoga, egal wie man dem sagen will, weißt, irgendetwas, egal. Und einfach, es braucht nicht viel.
dankbar ins Bett gehen, weißt, dankbar zu sein für das, was passiert ist. Kurz vor dem Einschlafen, einfach nur schnell für sich. Hey, auch schöner Tag gewesen, mega. Cool, freue mich auf morgen. Hoffentlich, weißt du. Schon nicht selbstverständlich, weißt du. Und dann geht man liegen und man steht auf. Hast schnell Reality-Check, alles gut, 1-2, ich bin noch da. Hure geil, ne? So ein Grinsen, weißt du. Ich erzähle es jetzt ernst, weil es irgendwie ein Thema ist, aber dann wachst du einfach auf, hast hure Freude. Warum? Weil du noch da bist. Alles so geil, neuer Tag, neue Chance, eine neue Chance. Jeden Tag eine neue Chance. Irgendetwas zu machen, was einem Spass macht. Ein besserer Mensch zu sein. Mehr irgendwie anderen Menschen zu helfen. Überhaupt einfach da zu sein und Liebe zu geben und Liebe zu bekommen und keine Ahnung was. Was willst du noch mehr? Es ist wie... Es ist alles da und... Ja... Wir brauchen nicht viel mehr. Es ist wie... Es ist ja alles da. Hast du nicht sogar das Gefühl, dass manchmal unser Eins, weil alles da ist, oder sogar fast zu viel da ist, dass man es eben gar nicht schätzt? Was nicht schätzt? Das Leben als solches? Dass alles da ist. Ja. Also weißt, man realisiert es gar nicht mehr, oder? Ja, schwierig, weißt, man ist ja schnell abgelenkt. Man ist ja schnell abgelenkt, jetzt habe ich die Augen abgeschmissen. Seid ihr, wo du... Ich meinte, den kenne ich, weißt du das? Seid ihr, wo du aus dem Fenster schaut? Nein. Gut, aber das sind auch wieder nur Entscheidungen. Je besser, dass man sich selber lernt kennen, desto mehr weiss man irgendwann noch, was Element mit einem, wie sich das anfühlt, weißt du so. Wie bin ich irritiert? Warum irritiert mich das? Warum... passiert, warum löst jetzt der gegenüber, wenn der das sagt, das bei mir aus? Warum passiert jetzt das mit mir? Es ist immer nur bei mir. Egal was der, das ist doch scheißegal, was der sagt. Du kannst ihm höchstens noch Merci sagen. Geil, du hast bei mir das Gefühl ausgelöst, jetzt kann ich wieder an mir arbeiten, alles gut. Merci. Das ist das Einzige so, aber darum auch die Konflikte, das, weißt du, ich kann es nicht beschreiben. Es ist doch einfach bei einem selber und ich glaube, für mich jedenfalls ist das wie einfach etwas so Schönes, dass ich das irgendwann mal begriffen habe, durch jemanden, den ich lernen kenne. Und ich weiss, dass es viel mehr gibt, als einfach das, was man gerade sieht und schmeckt und spürt und wie auch immer. Es ist einfach wie mehr da und das Leben ist mehr als nur so und es ist irgendwie einfach viel möglich. Wie gehst du in einen Tag? Also wenn du mir sagst, eben, du machst Reality-Check am Morgen und man hat, jeden Tag hat man so viele Chancen. Ich finde das mega geil. Und ich merke aber auch, wie zum Beispiel an diesem Punkt ich definitiv noch nicht bin. Das ist so etwas, was ich gerne hätte. Ja. Aber Stress oder was auch immer kommt dann gleich manchmal vor. Wie gehst du in einen Tag? Wie erledigst du Shit, was du musst erledigen an einem Tag? Das ist eine gute Frage. Aber ich habe einmal, weißt du, als ich dir angerufen habe, hast du gesagt, so, hey, kannst du bitte deine Kamera anlassen? Habe ich dir gesagt. Dann hast du gesagt, nein, ist noch zu früh. Ich bin erst gerade aufgestanden. Was war es? 4:15 Uhr Mittag. Und jetzt habe ich auch schön gefunden, weil erstmal hast du super fresh ausgesehen und die Zeit ist ja auch noch etwas, was man irgendwann mal definiert hat. Du weißt, wie scheißegal. Ja, ist halt 4:15 Uhr, ist doch gleich. Ja, also die Freiheit. Es kann ja sein, dass du durchgebügelt hast oder einfach sonst dich wohlgefühlt hast bis im 4 Uhr morgens. Genau, die Freiheit, die habe ich mir schon lange gegeben, weil ich gesagt habe, sonst. Stimmt, du hast es mal gesagt, gell? Den Job mache ich ja, damit ich. Also nicht damit, aber unter anderem wegen diesem Job. Habe ich mir auf die Freiheit genommen, vor dem 11 Uhr musst du mich nicht verlassen. Ja, jetzt Covid-Zeiten ist es noch eine halbe Stunde später geworden. Ja. Ah, eine halbe Stunde. Geil. Ja, voll. Nein, ich starte den Tag mit der bewussten Wahrnehmung, dass ich noch da bin, wie ich gesagt habe. Easy. 1-2, gut, bin da. Aber wirklich, weißt du, es ist einfach, es geht 5 Minuten, nicht mal, 30 Sekunden, keine Ahnung. Ich bin da, geil. Das bewusst zelebrieren. Und dann stehe ich auf, dann muss ich viel trinken. Ich muss viel warmen Ingwertee trinken. Mindestens fast einen Liter. Ich trinke auch viel morgen früh schnell, dass ich hydriert bin, weißt du, wenn wir geschwitzt haben, Nacht oder sonst. Verliere viel Flüssigkeit. Hydrieren.
aktiviert mich brutal. Mega. Und dann habe ich Ruhe. Für mich. Ja. Yeah. Dann mache ich ein paar Sachen. Ein paar Atmungsübungen, eine kleine Meditation, dann noch irgendetwas so Tai Chi-mässiges, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen die ganze Gelenke tut irgendwie bewegen und so. Mhm. Ein bisschen stretchen. Und dann gehe ich eine Runde joggen. Jetzt ist es auch schön, wenn es so kalt ist. Spürt man alles irgendwie noch so viel intensiver. Yeah. Und dann komme ich heim und dann tue ich etwas essen. Und dann brauche ich noch mal ein bisschen Ruhe. Und dann gehe ich in die Kommunikation. Also ich gehe auch noch duschen kalt. Und dann fange ich eigentlich an. Dann lasse ich die Welt wie zu. So. Also weißt du, so die Kommunikationselemente. Also bis dann hast du kein Handy angeschaut, kein Laptop aufgeklappt? Idealerweise. Ja. Yeah. Klappt auch nicht immer. Ja, ja, ich will hier nichts irgendwie. Aber das ist so sind so meine Elemente. Und das kann zwischen anderthalb Stunden, wie auch immer so. Und welche Zeit ist das? Wann stehst du denn auf? Ich tue nicht. Ich weiss, dass wir von 9 Uhr anfangen zu kommunizieren. Ja. Und dann kommt darauf an. Also wie viel haben wir davon? Oder ich bin auch dran, ein bisschen weniger zu schlafen. Ich probiere im Moment, bin ich so ein bisschen dran, dass ich nur noch so 4 Stunden Schlaf brauche. Weil ich einfach wie durch den Tag sehr erholt sein will. Mhm. Und dadurch brauche ich nicht viel Erholung in der Nacht. Weißt du, wie ich meine? Und ja. Dann kann so sein, am schönsten ist für mich, wenn ich um 4 irgendwie oder um 5 weißt, wach bin und dann so viel Zeit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, schon mal schauen, 5 Stunden. Das ist gestört. Ne? Ja. Hey, wenn ich diese Tage habe, dann in 3 Augen verstört. Ja, Energie, das kannst du nicht forschen. Mhm. Das Geilste. Das hast du auch schon gehabt. Wenn du plötzlich erwachst, hau wach. Yeah. Stang dann einfach mal auf. Dann musst du sicher nicht mehr pennen. Stang genau. Dann einfach mal auf. Mhm. Und musst nicht auf die Uhr schauen. Weißt? Mhm. Und dann genieße es einfach. Ey. Das ist verdammt schön. Und wir können es jeden Tag machen. Yeah. Du kannst jeden Tag um 3 und 4 Uhr aufstehen. Das ist verdammt geil. Gut, dann gehe ich ins Bett. Ja, das ist essen. Nein, aber eben, irgendwie so. So ein Element, wo mir und das Handy ist einfach schwierig. Ja. Yeah. Merke es selber, weißt du. Man muss sich dort irgendwie so ein bisschen nichts selber vormachen und schauen, was am besten geht. Aber das ist, glaube ich, das einfachste Ding, das fast am meisten bringt, wenn man einfach möglichst lange nicht auf den hohen Knochen schaut. Ja, ja, ja. So lange, wie es geht. Idealerweise eine Stunde einfach nicht. Genau. Und vor mein Bett gehen einfach irgendwie eine halbe Stunde nicht. Mhm. Und du nimmst das Zeug vielleicht mit und dann irritiert es dich. Keine Ahnung. Das ist aber zum Teil das Problem. Nicht jeden Tag, weil manchmal habe ich so wie eine clean slate, weißt du, wenn ich so, ich erwarte noch nichts, im Sinne von, was auch immer dann in meinem Handy passiert ist und auf meinem Handy aufpoppt, das ist etwas Neues. Aber manchmal hast du so Sachen, die über mehrere Tage sich erstrecken, ja, weißt du, ja. Wo du dann schon wie weißt, ich schaue zwar jetzt noch nicht aufs Handy, aber wenn ich dann drauf schaue, habe ich irgendwie das Mail und hoffentlich die Antwort kriegt auf meine Frage von dann und dann und so. Und dann hast du das noch im Hinterkopf. Es ist so ein Mindfuck. Ja. Ja, es ist einfach die Frage, ob es dich stresst oder nicht. Ja, das ist deine ja. Entscheidung. Wenn es dich nicht stresst, dann easy. Dann machst du einfach eins nach dem anderen. Und dann, also weißt, es ist ja absurd, dass, eben, ob ich jetzt bis um 10 Uhr penne oder bis um 12 Uhr penne. Ja. Es ist ja erst ab dem Moment, wo ich nicht mehr penne. Ja, genau. Aufs Handy. Richtig, ja. Wenn du bis um 6 Uhr am Abend nicht aufs Handy schaust, ja. Hast du einen entspannten Tag, das kannst du gar nicht vorstellen. Ja, ich habe so einen Kollegen, wirklich, der erreichst manchmal eine Woche nicht. Und zwar wirklich einfach, weil er sagt, sorry, jetzt ja, bin ich mal in den Wald spazieren. Und, so. Und ich sage, wenn? Ja, ich glaube vor 2 Wochen. Weißt, und irgendwie verliert er sich so heftig, dass einfach so etwas wie das Handy ist nicht einmal mit ansatzweise Thema. Ja. So. Das ist schön, ja. Funktioniert natürlich in den Jobs, die wir ausüben, mit Menschen kommunizieren, yeah, so, ist yeah. Natürlich nicht schwierig. Yeah. Aber eben, es soll nicht das Element sein, das uns irritiert, es soll uns helfen. Yeah. Und ich glaube, Kommunikation ist das A und O. Wir haben verlernt, wirklich so richtig zu kommunizieren. Wir haben das irgendwie verlernt, weißt, Sachen anzusprechen. Und irgendwie, weißt, genau die Punkte, die vermeintlich huere unangenehm sind, sind doch immer die spannendsten. Mhm. Und gleichzeitig die, die am schnellsten zur Lösung werden, am schnellsten zur Lösung werden bringen. In einer Verhandlung, in einem Meeting, irgendetwas. Weißt, yeah. Das, was niemand will. Alle reden drum. Ja, ja, ja. Du drehst dich fast durch. Hey, dann musst du es einfach bringen. Und ich bin auch der, was es dann bringt. Ja. Immer schon gewesen. Ich gehe dort, was unangenehm ist, was mir selber wehtut,
der gehe ich her, weil, es einfach, weil ich weiss, das bringt uns am Schluss weiter. Egal was es ist im Leben, allgemein. Wenn es am meisten einem den Bauch zusammenzieht, dann können wir am meisten lernen. Mhm. Was ist so etwas gesehen? Boah. Okay. Ich habe das fast täglich. Hunderte Sachen. Ich habe das wirklich fast täglich. Yeah. Voriges Gespräch gehabt. Ja, nein. Ich hatte schon Auftritte, gehabt, wo ich mich nicht vorbereitet habe. Bewusst. Mhm. Das war eine Katastrophe. Das ist in die Hose, um mich entschuldigen. Yeah. Aber das ist, eben, das ist ja zum Teil dann eben das, ich sage jetzt mal, Scheitern ist immer so ein blödes Wort, eben, aber es geht jetzt in die Richtung. Das ist ja fast, schon bewusst Scheitern. Ja, ne? Also ich als Komiker kenne das, du sabotierst dich manchmal selber und das eben, um wieder etwas Neues herauszufinden oder zu erreichen. Nämlich, es kann nicht sein, dass einfach, in meinem Fall, nicht jeder Auftritt ist automatisch besser als der letzte. Das ist gar nicht möglich. Sondern irgendwann hast du wieder mal absolut verschissenen, richtig, richtig schlechten Auftritt, wo du dann auch merkst, das ist schlecht gewesen, das ist schlecht gewesen, das ist schlecht gewesen. Und vor allem, ich habe es fast ein bisschen drauf angeholt. Oh. Wie zum Beispiel in meinem Fall der erste Auftritt nach dem Lockdown, wo ich nicht meine normale Routine gemacht habe. Nein, ich habe gerne schauen. Das war spannend. Ja, weil ich gewusst, es ist so irgendeine Tension, auch eine Spannung. Weißt, ein bisschen. Ja, und vor allem, ich habe vor Jahren entschieden, ich tritt nie mit einem Hut oder irgendetwas auf oder so. Ja, und habe so ein bisschen Plus-Minus-Outfit und ich mache halt immer meine komischen Haare da. Und Podcast finde ich etwas anderes, weil da bin ich auch privater. Und dort bin ich aber, den Hut hatte ich und habe ein völlig anderes Outfit gehabt wie sonst und habe mir keine Setliste gemacht. Und das habe ich seit wirklich 5-6 Jahren nicht mehr gemacht. Ich schreibe immer eine Setliste. Auch wenn ich niemals drauf schaue, ich habe sie. Ja. Und ich habe das alles bewusst nicht gemacht und habe gefunden, hey, ich schwätze dann noch mit den Leuten. Und das, also das habe ich jetzt schon 2-3 Mal in dem Podcast erzählt. Und das ist dann wirklich oft so. Ja, und bei euch so? Okay, von wo kommst du? Winterthur. Ah, okay, cool. Ja, und du so? Also es ist wirklich einfach, es ist Katastrophe gesehen. Dass du einfach nachher sagst, okay, das ist jetzt super schlecht gesehen. Und das hat es wie gebraucht, dass du so sagst, richtig, darum muss ich Setliste schreiben, darum muss ich das machen. Tak. Und wahrscheinlich ist es so, sich eben nicht vorbereiten für öffentlichen Auftritt genau das Gleiche. Es ist so, ich will irgendwie auch wissen, wie es ist, auf die Fresse zu gehen. Ja, das Skateboarden halt das beste Beispiel. Ja, wirklich. Mit meinem Skaten gibt es nichts anderes als auf die Fresse gehen. Ja. Nonst immer. Ja. Das ist krass. Und was du vorhin gesagt hast, ja, mit dem Vergleich, das ist ja so ein Thema. Weißt du, es kann ja wie gar nicht die Auftritt dann oder der, der jetzt als letztes war, kann ja gar nicht besser oder schlechter sein als der, der vorher war. Mhm. Wo es einfach ein neuer Auftritt ist. Ja, ja. Das, was wir alle machen, die Vergleiche, die sind gar nicht möglich. Mhm. Jeder Tag ist, es ist nur, weißt du, und das ist ja wie das, man redet ja so, hey, im Moment leben, weißt, man muss bewusst im Moment, weißt du, das? Das ist ja das, was wir alle machen. Weil nicht, es ist nichts anderes, weißt du, noch nie war jemand in der Zukunft gelebt, weißt du so? Ja. Yeah. Wir machen nichts, bist schon in der Vergangenheit, hast schon mal in der Vergangenheit gelebt, hast schon gestern gelebt, gestern, also weißt du, wir machen ja nichts anderes, nur das, wo viele Leute nicht begreifen, ist, dass man das, was passiert, jetzt geht, bewusst kann wahrnehmen kann oder eben nicht. Ja. Yeah. Das ist der einzige Unterschied. Yeah. Aber es gibt nichts anderes als jetzt geht. Du hier, ich da, er dort. Easy. Darum finde ich die Podcasts, sehr so geil. Super. Weil es tönt so blöd, aber anscheinend hat es mir sehr. Jetzt müssen 2000 Jahre gehen nach Christus, dass Menschen wieder einfach da hinsitzen und das ist wirklich geil. Weißt, wirklich intensiv und eben bewusst miteinander schwätzen. Weil ich habe so Gespräche, ich hätte sie mega gerne sonst, aber selbst wenn ich irgendwie, wenn wir würden gut Nacht essen, hätten wir nicht so ein Gespräch. Weißt, aber wir sitzen hier hin und tun wirklich bewusst
einander zuhören. Ja. Und ich bin sehr schlechter Zuhörer. Sonst, das geht. Weißt? Extrem. Guter Zuhörer. In so Sachen, ja. Aber sonst ist es ein bisschen... Ja, ja. Ja. Meine Freundin fragt mich manchmal. Ja, aber, ja, und was macht er jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wie heißt seine Firma? Keine Ahnung. Stück für Stück. Ja. Und eben, anscheinend genau so etwas braucht es dann, um das Bewusstsein zu haben. Ne? Ja. Ja, und irgendwie etwas, also weißt du, keine Ahnung, wir reden jetzt so, wie wir sonst auch zusammenreden. Mhm. Also weißt du, klar sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 3 Kameras, viel Licht, Tonmann mit Computer, alles Gerät und so, aber wir reden ja sonst so zusammen. Yeah. Also weißt du, und wenn jetzt aus dem etwas entsteht, wo vielleicht jemand zulässt oder zuschaut irgendwann und vielleicht denkt so, ey, mal, irgendwie ist gleich noch so halb schlau gewesen, was der Typ da hier, der Koch oder irgendwas er ist, erzählt hat. Und ein cooler Host und jemand hat Freude, weißt du, so, oh schön. Ja. Yeah. Yeah. Ich finde es mega, dass du das machst. Ich finde einen Podcast, wie du sagst, ist ein oh schönes Tool, um irgendwie eben bewusst ein Gespräch führen und das irgendwie aufzunehmen und zu teilen. Und bewusst eben auch zu konsumieren, sozusagen. Ja. Oder? Und so beliebt im Moment. Crazy, ja. Es ist wirklich... Und das finde ich mega schön, dass Podcasts jetzt so... Also weißt du, beliebt sind. Das bedeutet ja, dass irgendjemand auch mit dem Kopfhörer irgendwo liegt und sonst nichts macht, einfach zulässt. Oder weißt du? Und sich irgendwie kann Sachen... Also wenn er will, kann er das Bild auch noch haben. Finde ich auch cool, kannst du entscheiden. Genau. Je nachdem. Oder sind es deine Fantasien? Wie sieht der Koch aus, der Typ, der hier Berndeutsch redet? Weißt? Und die nur zulassen, kann ich sagen, es geht im Fall. Also, die Haare, die noch da sind, die sind gestern geschnitten worden. Und sonst habe ich einfach so ein Cappy anverkehrt und habe auch Freude da zu sein. Aber wenn ich vis-à-vis schaue, dann sehe ich auch einen ganz hübschen Mann, der vor allem einfach mit seiner Frise raussticht. Ich habe ja, wo. Wir haben uns ja durch eine Fernsehsendung kennengelernt. Und als ich deinen Namen gelesen habe, hatte ich keine Ahnung, was du machst. Und vor allem hatte ich das Gefühl, du machst irgendetwas mit Sport. Irgendwie einfach, es hat sich so angetönt, so Fabian zu bitten. Ja, das ist aber irgendwie, keine Ahnung, Skater oder so. Geil. Weißt du, ich habe genau so etwas gesehen. Ja. Und das Geile ist gesehen, das ist, wie hat es geheißen, Talk am Grill. Und Tama hat es moderiert und es ist irgendwie das Konzept. Tama, liebe Grüße. Ja, super. Und das Konzept ist irgendwie gesehen, immer die Person, die es moderiert, gibt es dann an jemand anderes weiter und die moderiert es dann weiter und so weiter und so fort. Und mega schön. Hier ist fix gesehen, der Franz Fischlin. Ja. Dem auch, liebe Grüße. Von der Tagesschau. Das ist richtig geil. Das ist wirklich cool. Und dann hat es irgendwie. Wieso auch immer mehr und wieso auch immer mehr? Genau. Dazu, ja. Und darum haben wir es bei der Roten Fabrik gefilmt und es war irgendwie arschkalt gewesen. Und wir haben irgendwie in so einem einen Raum haben uns schminken lassen. Und dann kommst du rein und dann hast du mir genau das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, ey, ich habe keine Ahnung gehabt, wer du bist, aber ich bin vorher noch schnell auf Google und so. Und irgendwie, ja, geil, was du machst und so. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, 2 Sekunden, es gibt so Menschen, du spürst, du Vibe oder nicht. Und dort zum Thema Podcast zurückzukommen, ist dann so schade gewesen, dass, wo ich das Gefühl hatte, jetzt geht das Gespräch richtig los. Es ist so gesehen, alles davor ist so gesehen, ein bisschen, komm, wir schwätzen mal ein bisschen über dich und ein bisschen über sie und so. Und wenn das mal aus dem Weg geräumt ist und eben du gezwungen bist, aufgrund von Kameras und aufgrund von einem Setting, dort zu hocken und einfach miteinander zu reden, dann entstehen auf einmal Sachen. Dann kommst du auf einmal in eine andere Welt. Und dann hat es gesagt, okay, danke, wir haben es. Okay, wir haben es, ja. Der Abspann kommt jetzt. Und du bist so, mega schade. Ja, voll. Aber es war gleich eine schöne Sendung. Mega. Es hat eine schöne Entspanntheit gehabt, das Ganze. Ja, cooles Format. Ja. Ja. Aber das wird eben leider, war es noch geiler gewesen, wenn du einfach noch laufen lassen und gesagt hast, übrigens ungeschnitten noch auf YouTube oder was weiß ich. Also du hast ja unbegrenzte Möglichkeiten heute. Du musst ja nicht immer in diesem Format bleiben. Ja. Es ist wie wenn Menschen mich fragen, wie lange der Podcast geht. Habe ich auch gefragt. Also, also ich habe mehr gefragt, weil ich überlegt habe, wie viel Zeit ich da kann. Ja, das ist klar. Reingeben. Und du hast gesagt, ja, es ist wie egal und das finde ich auch schön. Ja.
Und jetzt schaue ich dort auf die Uhr und denke, wow, ist irgendwie spannend. Man ist schon recht lang geredet. Was haben wir jetzt? Eine Stunde fünf. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo man sagt, entweder bricht man hier ab oder wir ziehen es einfach noch ins Unendliche. Das ist etwas, was man gar nicht sagen darf. Nein, nein, ich bin also, noch da. Ich bleibe. Es interessieren mich auch noch zwei, drei Sachen. Okay. So ist es nicht. Alles und zwar, cool. Eben, wir haben Kontakt so in so Zeitsprüngen. Und gerade in deinem Leben passiert in diesen Zeitsprüngen immer recht viel. So, weil eben irgendwie neue Entscheidung, neuer Weg da. Und Feel Food ist jetzt die Hauptjob? So. Ja, also 100%? Oder wie? Ja, also Feel Food ist aktuell, glaube ich, 300%. Aber wenn ich nur 4 Stunden schlafe, dann geht es. Ja. Nein, aber das ist ja eigentlich nicht gesund anscheinend. Doch, irgendwie eben schon. Wenn ich wirklich entspannt durch den Tag gehe und nicht mich gestresst fühle, dann ist das super gesund. Okay. Und mich gut ernähren. Ja. Alles gut. Feel Food. Kannst du besser als ich. Ja. Full Power, das wird mega cool. Wirklich spannendes Tool für Leute, die nicht viel Zeit haben, etwas gesund zu essen. Schnell zubereitet, easy. Das machst du von der Schweiz aus? Oder? Das machen wir in Deutschland. Ja. Also ich bin so hin und her. Ja. Genau. Und dann habe ich einfach noch so 2-3 andere Sachen, die ich auch gerne mache. Wenn ich gefragt werde, für irgendwie etwas zu erzählen, ja, über das Leben, irgendwie. Wie du. Ja, nicht per se meine Lebensgeschichte, yeah, so, yeah, sondern eher, wie ich gewisse Sachen angehe oder immer so. Ja, verschiedene Themen. Ja, das auch noch nicht so genau strukturiert. Ich tue das individuell immer so ein bisschen anpassen. Und mittlerweile tue ich mich gleich ein bisschen vorbereiten. Oder nicht vorbereiten. Ja, meine Vorbereitung ist eben auch irgendwie, ich schreibe 5 A4 Seiten und mache, ich bin auch schlecht so in Stichwort. Ja. Yeah. Aber ich bringe es dann manchmal zum Glück gleich irgendwie her, dass ich dann die 5A4 Seiten komplett auswendig in meinem Kopf habe. Mhm. Gleichzeitig bin ich gefühlt irgendwie noch viel weiter weg. Und dann kann ich wie von da hängen auf das schauen und durch das durch entsteht dann das, was die Leute hören. Ja. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung, irgendwie funktioniert es. Yeah. Auf jeden Fall das. Und dann habe ich sonst viel Interesse und alles rund um irgendwie Food und sich gut fühlen und Nachhaltigkeit und das Leben an solches oder als Hauptelement irgendwie. Was mache ich sonst noch? Irgendwie überlegt, was mache ich eigentlich noch? Ich mache eben schon ein paar Sachen. Mhm. Fernsehen noch jetzt. Ah ja? Aber ich glaube, das glaube noch gar nicht erzählt. Aha, okay, sorry. Ja. Dann, mal Fernsehen ist nämlich etwas, was ich echt auch gerne schon lange mal wirklich machen wollte. Ich habe also 2 kleine Sachen oder 4-5 kleine Sachen gemacht. Und jetzt ein bisschen etwas Grösseres und da freue ich mich mega drauf. Und dann geht es weiter. Jetzt, wenn wird das richtig kommuniziert? Eigentlich sollte es gleich mal kommen. Weil, okay. Ja. Also, du wirst es sicher mitbekommen. Ich habe eine Vermutung. Wahrscheinlich ist es irgendwie so. Wobei, nein, warte jetzt. Also, nein, es sind 2 Sachen, darum kannst du sie gar nicht wissen. Mhm, mh. Ja. Okay. Aber es sind Sachen, die sich wiederholen, es ist nicht so eine einmalige Sache. Ja. Yeah. Keine Ahnung, ich darf jetzt nichts sagen. Nein, nein, alles gut, alles gut. Schneiden wir raus, stinkt langweilig. Nein. Nein, aber wenn ich, für mich ist es immer schwierig zu vorstellen, dass man etwas lernt und eben dem ist man dann mega gut und man macht das dann irgendwie nicht mehr täglich. Ja, aber okay. Kochen, du tust, also ich weiß nicht, ob du täglich noch kochst, aber es ist ja trotzdem etwas, was einem auch im privaten Alltag irgendwie konstant begleitet. Und kannst du darum nicht jeden Tag in der Küche stehen, sozusagen? Also weißt du, das professionelle Kochen auf dieser Ebene habe ich eigentlich sicher 10 Jahre gemacht. Yeah. Fast 15 Jahre. Und es ist wie. Irgendwann war es gut gewesen, so. Aber yeah, klar ist es so, es macht halt süchtig. Das Gefühl von eben dieser Zeit, wo wir wirklich in Miami gearbeitet haben und so lange gerüppelt haben. Und du bist einfach jeden Abend dort rausgekommen, komplett verschwitzt. Mhm. Hast nach irgendetwas geschmeckt und bist so in den Ausgang und bist nie allein heim. Mhm. Hast gestunken, wie weiss ich das? Aber das ist einfach, du hast so eine Ausstrahlung gehabt, weil du das Gefühl hast, du hast jeden Tag irgendwie eine Weltmeisterschaft gewonnen. Yeah. So, weißt du, so ein krasses Gefühl.
Und viel gehen auch in die Drogen, weil es einfach, weißt, wenn sie das Gefühl mal nicht mehr haben, brauchen sie wieder den Dopamin. Mhm. Und es ist wie so, ja, es ist schon krass. Es ist wirklich krass und intensiv und huere schön und spannend. Aber irgendwann eben, wie gesagt, gemerkt, dass es so noch andere Sachen gibt, darum ist es wie gut. Mhm. Und das Kochen per se, für mich ist es wie schön. Ich weiss, dass ich das gut kann. Mhm. Ich muss niemandem etwas beweisen. Und darum haben viele Leute, die mich gerne haben und die ich auch gerne habe, noch nie von mir etwas gegessen, was ich selber gekocht habe. Mhm. Weil es irgendwie bei mir, ich weiss das, weißt, ich muss ja nicht, ich gehe gerne zu Besuch und dann esse ich einfach. Ja. Ich muss nicht die Leute bei mir einladen und dann koche ich, weil jetzt alle die Erwartung haben, dass ich koche und dann weißt du, dass, mhm. Nein, es sind auch viele Leute von meinen besten Freunden, ich habe noch nie für die gekocht. Ich bin nicht der klassische, weißt, koche und dann daheim, weißt, ein sauer Zeug. Nein, wir haben viel Zeug daheim und wir haben jetzt ein cooles Gemüse-Abo vom Stefan Brunner, das muss ich sagen, weil der Stefan Brunner ist einer der genialsten, innovativsten Landwirte, die ich kenne. Ja. Alles komplett biodynamisch und mega. Wir haben von ihm das Gemüse-Abi, super schön. Und dann kriegst du eine Woche irgendetwas und dann bist du wie gezwungen, weißt du, das ist perfekt, ich weiß nicht. Also, ja, und das ist eben, wenn man vor allem Skills hat. Ja, und dann machst du halt etwas. Yeah. Super schön. Aber ja, also, es ist aber etwas, zu kochen ist einfach, ich mache es einfach gern, aber einfach dann, wenn ich es gern machen will. Und nicht so irgendwie, weißt du? Mhm. Und ich tue gern mit Leuten zusammen etwas kreieren und zusammen essen, zusammen kochen, weißt du, das ist auch schön. Und, das heißt, das kann ich null. Was kannst du noch? Essen? Nein, zusammen essen finde ich großartig, aber zusammen kochen finde ich extrem schwierig. Für das muss dann wie so das Grundkonzept vom Kochen in meinem Kopf muss sich mal auflösen. Weißt? Weil wenn ich mal koche, dann koche ich genau das, was ich in meinem Kopf habe. So und so. Okay. Aber ich weiß noch, bei dem Talk am Grill, hast du aber so ein bisschen Zeugs, und auf einmal hast du mir Zeugs gegeben, hast gesagt, da, mach mal. Aber das meine ich. Ja, so. Ich sage, okay, in dem Fall. Und so stellen wir es vor, wenn du Leute zu Besuch hast und dann eigentlich, weißt, trinkst du etwas zusammen, hast einen guten Abend und dann passiert irgendetwas, weißt. Einer durch das Schnipsel, so, der eine hat der Lied, wahrscheinlich eh näher und dann, das sind die schönsten Abende, das ist schon cool, das machen viel zu selten. Und das ist ein Teil von mir, kochen, weißt. Und ich bin auch stolz, dass ich dann die richtige Entscheidung getroffen habe, diesen Beruf zu lernen. Und ich mache es mega gerne und tue so gerne teilen. Rezept und so. Und beim Essen hast du denn das, wie nennt man es, Deformation professionell? Oder kannst du das dann vergessen? Also, nein, das ist so, das hatte ich nie wirklich gehabt. Yeah. Lustigerweise hat es immer mehr gebracht, weißt du, wo etwas nicht gut war. Und dann ist sie so, ja, okay, man, das verdammte Fleisch ist furztrocken, habe ich noch Fleisch gegessen. Ja. Echt so, okay, und dann, ja, sagst du jetzt etwas und nicht. Und ja, ich bin dann schon ehrlich, logisch, sage dann halt, hey. Aber ich war schon Orte gewesen und ich muss sagen, es ist wirklich einfach eine verdammte Frechheit, dass du mich hier servierst. Sorry. Zum Glück sehr selten. Mhm. Aber das ist nicht euer Ernst. Ja. Aber das hat mich dann lange so ein bisschen gehemmt, auswärts zu essen, weißt du. Es ist eine Zeit lang recht oft und dann habe ich gedacht, nein, Mann. Dann kann ich einfach, wenn ich auswärts esse, die beste Pizza in Town und gut ist, dann weiss ich, wie sie bekommen und fertig Schluss. Und jetzt, seit ein paar Jahren bin ich mich wieder ein bisschen am Öffnen und schaue mir Sachen an und finde es auch spannend, was abgeht. Und das ist crazy. Aber nein, ich bin nicht der, der näher. Hast du denn manchmal das Problem, dass, wenn du in einem reinläufst, dass die Leute checken, du bist auch Koch und danach wird das Verhalten anders? Oder es gibt einen Gruß vom Küchenchef? Es hat es auch schon gegeben, aber wenn man sich so ein bisschen kennt untereinander, logisch, aber das ist auch immer auch schön, wenn man zu Kollegen geht, zu Besuch. Aber es ist nicht so, dass wir irgendjemanden würden kennen. Ja. Also vielleicht nach dem Podcast, wer weiß. Fabian Spindel aus Bern, hey, 33. Also, alles gut. Unsere zwei Hörer, die sind jetzt voll dabei. Geil. Nein, es sind mittlerweile recht viel. Also es läuft. Ich habe es gehört. Wir haben heute mit jemandem geredet. Hat es einen Mann gekannt. Wirklich? Sicher. Boah. Die kennt man, ey. Jemand hat es gekannt, Christoph. Nee. Das ist schon. Das ist nicht die Einzige. Ja. Geil. Ja, es ist, nein, es ist mega schön. Also ich schätze auch irgendwie die
nicht nur die Verbindung, die ich habe mit den Gästen, sondern halt auch wirklich die Verbindung, die ich habe mit Hörern und ZuschauerInnen, ja. wo sich irgendwie mitteilen. Weißt du, wo man schreiben. Ich mache eh noch, das habe ich jetzt aber noch nicht ready, aber ich mach noch eine E-Mail-Adresse explizit für den Podcast. Hast du noch da ein bisschen Sinn gekommen? Ja, das ist mir schon lange in Sinn gekommen, aber ich wollte es einfach irgendwann mal anfangen. Und dann können die Leute effektiv auf die E-Mail-Adresse schreiben und dann kann man auch ab und zu das mal thematisieren. So. Cool. Wenn du sagst, irgendwie die beste Pizza in Town, ich habe schon von sehr vielen gehört, dass so, wenn es dann darum geht, eben, hast du irgendwie, frag mich nicht, wo du noch voll in der Küche geschafft hast, dann hast du irgendwie deine 14 Stunden hinter dir. Und wenn es dann darum geht, selber etwas zu essen, dann gehst du wirklich einfach fucking McDonald's. Oder sonst irgendein Fast Food. Vor allem in den USA. Das Problem war vor allem, dass ich kein Geld hatte. Ich habe einfach 1000 Stutz irgendwie im Monat bekommen, yeah. in der Jugendzeit dort. Oder ein bisschen mehr, keine Ahnung, vielleicht so 2 oder 1,5. Und dann hat es darum einfach einmal im Monat, einem Abend alles ausgegeben. Was? Und das Geile war, ich hatte einfach eine verdammt schöne Abend durch das. Und dann auch verdammt viel schlechte Abend. Nein, es ist wirklich, also ohne zu übertreiben, ich habe das wirklich einfach so gemacht. Das war mein Modell, gewesen, einfach einmal komplett Gas geben. Und dann habe ich also in L.A.? Oder? In Miami. Und dann habe ich okay. Tiefkühl Pizza gegessen und Cup Noodles. Ja. Ja. Und dann war ich verdammt aufgedunsen. Ich hatte wirklich so einen dicken Kopf. das war mega hässlich. Ich dachte, das kann mir nie passieren. Aber ich war wirklich richtig ungesund. Ich hatte so einen dicken Hals und so. Also du hast 1000 Dollar an einem oben ausgegeben? Ja. Und du bist auf irgendwie, also, weißt, mindestens so 500 Dollar oder irgendwie noch mehr und so. Ja, Vollgas. Mit Champagner, das war ein cooler Abend. Ja, also in Miami bin ich noch nie gesehen, aber dann, ich nehme an, dort wirklich so am Strand entlang, alle die Clubs und was weiß ich, und dann bist du ja, einfach mal dort reingelaufen. Ja, das funktioniert, das ist kein Problem. Hast du gesagt, so, jetzt geht's ab. Ja, ja, wir haben schon ein paar lustige Sachen gemacht. Wir sind auch mal Mimosa, kennst du? Weißt du, das ist so ein Drink. Mimosa ist so ja. Prosecco mit Orangensaft. Ja. Also ja, aber es ist noch easy. Es ist eigentlich noch, ja, ist wirklich noch easy. Aber gleichzeitig tönt es halt schon so nach Bauchkrämpf. Weißt du, so etwas, so ein bisschen blottert. Oder nicht? Ja. Und dann noch Orangensaft, das ist auch viel. Syri und noch ein bisschen Syri. Yeah. Und dann, witziger Hunger. Bin ja auch wieder abgelenkt. Mimosa, Happy Hour. Mhm. Das ist eines meiner Lieblingswörter. Yeah. Ich trinke mittlerweile eigentlich kein Alkohol mehr, praktisch yeah. nicht. Yeah. Zum Glück, weil es mich einfach sehr irritiert. Mm. Und dann noch viel. Und eben Happy Hour ist so wie so. Es klingt ja schon geil. Yeah, yeah. Happy Hour. Es ist, weißt du, yeah, feel good, weißt du? Ich finde es auch ein sehr guter Begriff. Happy Hour, perfekt. Und vor allem in den USA geht es ja 7 Stunden. Super, ja. All day. Happy Hour von 14 bis irgendwie 19. So. Crazy. Und dann Bottomless Happy Hour, also Bottomless Mimosa für 15 Dollar. Also 15 Dollar geben und dann bodenlos eigentlich. Also du kannst wie a go-go 2 Stunden Zeit für 15 Dollar und dann weißt du, im Sunset Strip, schön, Sundinami. Gut, aber dann hast du ja erst 15 von 1000 ausgegeben. Ja, ja, aber wir gehen dann auch weiter, weißt du? Yeah. Wir sind dann wirklich neu her und wir haben effektiv, ich habe die Rechnung, es ist kein Witz, wirklich ohne Scheiß. Wir sind, glaube ich, 16 gewesen, wir haben für 1000 Stutz Mimosa gesoffen. Ich habe die Rechnung, das sind 1000 Dollar. Am Nachmittag. Mimosa. Weil nicht Happy Hour war, ich habe einen anderen. Yeah. Ja, ich weiß gar nicht, warum sie das erzählen, aber. Viel Seich und trotzdem viel Liebe und wegen dem Food in den USA. Weil okay. das ist ja auch, also eben, vor allem du, der dich für gesunde und nachhaltige Ernährung einsetzt, das finde ich ja wirklich, bei uns ist es ein bisschen eine Entscheidung, ob du Fast Food willst essen. Und ich meine, ich liebe so Scheiß, aber ich weiß auch, was es mit dem Körper macht. Ja. Aber was denn? Nicht nur gut. Aber fühlst dich immer gut, sicher so von einer 4-Stunden, ne? In dem Moment, ja. Wunderschön. Ja. Und eben, es ist so eine Abwägen, manchmal, von, gebe ich mir jetzt mal das gibt Dopamin so in dem Moment? Plant-based Nuggets, hast du gesagt. Was? Plant-based Nuggets gibt es jetzt. Wirklich? Ja.
Die sind sicher geil. Ich finde auch die Dinger gut. Der Macke hat jetzt die so plant-based Chicken Filet. Ja, sicher. Die sind mega geil. Ja, das ist doch super. Man muss die Uhr Viecher jetzt endlich mal in Ruhe abtellen, Mann. Was ich aber eigentlich auch sagen ist, dass eben zum Beispiel in den Staaten ist es eben auch eine brutal finanzielle Entscheidung, weil... Ja. Also so günstig. Wie irgendwie, wie sie alle heißen, Jack in the Box und all das Zeug ist. In and Out. Es ist ja nicht mal McDonald's oft. Nee, das ist eben viel irgendwie... Noch viel schlechter. Viel billiger. Taco Bell und was weiß ich. Das ist und dort zahlst du dann wirklich auf dreimal nichts, für das du nicht einmal etwas hast müssen zubereiten. Hier ist es ja noch teuer im Verhältnis. Eben. Ja, darum ist es bei uns wirklich so ein bisschen... Ja, es ist ein Gesellschaftsding irgendwo. Ja, und man hat es einfach wie... Das ist geschichtlich bedingt. Die haben einfach ein gutes System aufgebaut und er ist irgendwie, hat einfach alle mitgemacht und es hat funktioniert und ist leider so in die falsche Richtung gegangen. Und was natürlich auch noch krass ist, es ist ja alles immer grösser, mehr und was weiß ich in den Staaten und in Sachen Food finde ich das auch abartig. Ich habe es mal im Charlie erzählt, wenn ich zum Teil so Videos schaue, wo oft irgendwie so irgendeine 1,40 Frau, die irgendwie gefühlt 45 Kilo hat, einfach das so eine 1,5 Kilo Steak reinhaut und was weiß ich. Und ich weiß noch, ich bin Hawaii gesehen und Hawaii habe ich schon super schwer gefunden, um mich gesund ernähren. Mhm. Weil es eben sehr nicht, amerikanisch. Genau, weil es eben nicht so Coast Living, New York oder Cali oder was weiß ich. Sondern eben, es ist, ich habe zum Teil 3 Kilometer müssen gehen, um einfach mal einen gesunden Juice zu kriegen oder so. Ja. Und dann habe ich, wie so oft, weil du bist ja immer irgendjemand und auf einmal hörst du so, hey Tobi, komm da her! Auf einmal hörst du irgendwie wieder so Schweizerdeutsch, oder? Okay. In dem Moment, wo du so probierst, mit der Welt eins zu werden, wirst du völlig rausgerissen. So, hey, da kann man im Fall schwimmen! Und dann habe ich natürlich irgendwie ein paar Schweizer kennengelernt. Aber die sind doch immer am Hasseln, die Schweizer im Ausland. Ne? Ja gut, aber das sind Junge gesehen. Junge hey, und die dumme Scheisse. Nein, ist nicht möglich, Mann. Und, Dschungel, weißt du. Und das sind aber Junge gesehen, auch auf Reisen. Und der eine, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der eine ist so ein geiles Sicht so aus dem Aargau. Und jetzt heißt hey, wir gehen jetzt in die und die Burger Bar, weil er macht, die Burger Challenge. Oh yes. Gross. Und das ist ja etwas vom Primitivsten, was es gibt. Das ist ganz hässlich. Es heisst, wenn du den Burger in einer Stunde isst oder was auch immer. Und nicht stirbst und noch lebst, dann gewinnst. Dann kriegst du ihn gratis. Und sonst zahlst du $36, was ja dann recht viel ist im Verhältnis. Ja. Und dann stellt sich raus, es ist ja nicht nur der Burger, der irgendwie 30 cm hoch ist, sondern das ist dann noch in einer Schüssel mit einem halben Kilo Fries. Also wirklich ein Pfund Fries mit Käse überbacken und was weiß ich. Und, schade. Und ich habe dann, es ist schade, aber es ist halt auf die Geldmacherei. Ja. Weil alle probieren es und der Typ, der hat mir gesagt, ich glaube 10 haben es bis jetzt geschafft. Und meistens irgendwie so mega, mega kleine, dünne Leute, wo innerhalb von einer Viertelstunde das reinbiegen. Weil nachher hat kein Sättigungsgefühl und dann hast du verloren. Und viele saufen irgendwie noch eine Cola dazu, dann kannst du es vergessen. Aber die Masslosigkeit, die ist schon übertrieben gross in der Stadt. Ja, es ist ein spannendes Land. Ich habe immer gerne viele Freunde. Es ist die zweite oder dritte Heimat von mir, wie auch immer. Ich bin sehr viel in Südfrankreich, noch Familie dort. Und dann sonst einmal im Jahr auf L.A. Leute besuchen. So. Jetzt sind wir natürlich auch nicht gegangen, aber ja, gleichzeitig ist es so das, was faszinierend ist irgendwo durch. Ja. Wenn wir politisch müsste die Sachen beurteilen, wird es irgendwie schwierig. Da kannst du auch nicht mega weit reisen, wenn du jedes Mal müsstest sagen, oh, da ist irgendwie der Politiker oder die politische Lage und wegen dem gehe ich wie nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und keine Ahnung, ich glaube, das ist mir einfach immer eine gute Zeit. Es ist einfach immer witzig. Es ist wirklich immer viel gut und Vollgas und auch spannend und schöne Natur und keine Ahnung. Einfach good memories und immer wieder schön. Aber hier genau, also weißt du, keine Ahnung, wenn ich auf Zürich komme, jetzt bin ich auf Zürich gekommen, von Bern. Ist für mich genau das Gleiche, wie wenn ich von Bern auf L.A. gehe. Einfach nur mit dem Zug in einer Stunde. Aber weißt du, für mich ist das immer noch so, wir müssen vorhin essen, Mittag. Unentdeckte Welt. Sicher, ich habe das ja gesagt, ich habe
No Orientierung, wirklich yeah. No. Ich habe mich aber auch nie aktiv damit beschäftigt, aber ich bin so oft schon zurück, ich war immer wieder hier. Ich habe keinen Plan, nichts. Aber ich finde es auch irgendwie sehr erfrischend, weil ich komme jedes Mal in einem neuen Bahnhof angefühlt, weißt du. Gleis 41, 42 ist irgendwo, weil ich bin beim 60, keine Ahnung. Es hat 3-4 Perron auf 7 Etagen mit 20 Liften. Und 50 Ausgänge, ja, keine Ahnung, nichts, keine Chance, auch im Ding nicht. Und meistens endet es leider in einem Uber-Call, wo ich einfach neu mal, wenn ich raussehe, gehe ich raus und nehme ein Uber. Oder auf so einem Lime-Ding, weißt du? Aber das habe ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnt, darum möchte ich jetzt mehr wieder mit dem ÖV oder sonst einfach laufen. Und jetzt bin ich heute hier, 4 Stunden gelaufen, weißt du, mit dem Navi. Mhm. Und schon schön, ich lerne die Sachen neu kennen, das ist Fakt. Zürich ist eine coole Stadt. Und schon immer gewesen. Und hat einfach so viel zu bieten. Und ich glaube, wir können extrem voneinander profitieren. Bern und Zürich, Zürich und Bern. Mhm. Und das ist das, was im Moment stattfindet. Es ist so zusammen und miteinander und schon schön. So funktioniert echt die Schweiz und sollte so funktionieren. Und ich finde Zürich auch mega geil. Weil ich mag in Zürich, dass, und zwar im positiven Sinn, so ein bisschen eine Gleichgültigkeit, was auch in einer Offenheit dann irgendwie wieder resultiert. Und es klingt so blöd, weil es gibt immer so die Vorteile von wegen Zürcher sind arrogant und was weiß ich. Aber ich empfinde eben, weil da so viel passiert und also das Epizentrum ist von Medien und irgendwie du hast so viele Prominente und was weiß ich, wo in anderen Orten wird das dann immer auf so einen Sockel gehabt. Und in Zürich ist es wirklich einfach so, who gives a fuck? Weißt du? Gut, Bern ist so scheiße. Und Bern ist so savoir vivre. Ich finde das so geil. In Bern kann ich mega gut, wenn ich am Freitag auf Bern komme, einen guten Kollegen manchmal besuchen, dann könnte ich mein Handy eben nebenan anschmeißen. Ja. Ich werde kein einziges Mal drauf schauen, bis irgendwie Sonntag zu oben ist. So. Ja. Ohne Problem. Weil dann gehst du irgendwie, gehen wir noch. Das Panini essen und dann irgendwie gehst du im Sommer eben noch schnell in die Haare. Und also es ist dann so, es ist so super easy und schöne Stadt vor allem. Wir dürfen dankbar sein, dass wir da irgendwie in der Schweiz auf die Welt kommen, glaube ich. Ja. Aber der Habe ist schon crazy. Aber Zürich Habe ist einfach ein Hurenfurt. 3 Ebenen, du, wir haben 3 Ebenen. Geil, oder? Ein Hurenfurt. Vor allem, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mal gecheckt habe, dass sie nicht wirklich 44 Gleise haben? Ah, gut, das habe ich gehört zuerst mal, keine Ahnung. Ja, eben, das ist genau. Das macht so Sprünge. Kann gut sein. Was, bis 18, oder wie viel? Ich glaube, gleich 18 und dann springt es irgendwie auf 23, 24. Ja. Also, und wahrscheinlich ist es oft so. Hängt Nana noch, weißt du, vor Ding? Ja. Ja, die geht es noch. Okay. Aber ich habe mal. Da geht mir gar nicht mehr her, die hauen. Man ist ja unten nachher. Ja, doch, in die Halle gehst du manchmal für. Wie nennen sie es? Zürich Oktoberfest. HB Oktoberfest. Gut. Weißt du, so Zeugs, oder? Events, oder eben so Weihnachtsmarkt und so Sachen. Okay. Was ich höher krass finde, neuerdings sieht, dort, wenn ich von Bern komme mit dem Zug auf Zürich, sieht der Bahnhof, also wenn ich rausschaue, wenn wir ankommen, genau gleich aus wie der Zürich Flughafen. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin einfach schon zu weit gefahren. Ohne Scheiß. Es ist neu, weißt du, es ist unten, ich bin nicht mehr oben, ich bin unten und es sieht genau gleich aus. Ich verrecke jetzt mal. Der Roberto. Hoher Stress, Mann. Weißt du, direkt Zürich ankommen, einfach schon Stress, weil ich nicht weiss, bin ich jetzt schon zu Zürich oder bin ich schon zu Zürich gewesen? So geil. Urgeil. Zürich HB. Ja. Yes. Und wie viel gehst du jetzt auf Köln und zurück? Köln übrigens, für alle Zuhörer und Zuschauer. Zürich. Köln ist Fakt einfach. Super. Super, super, super. Weißt du, was Köln ist? Köln ist ein grosses Basel. Sage ich immer. Ich sage das aber auch. Ja, weil es, also logischerweise der Rhein und all das Zeugs. Münster, aber auch. Dom-mässig so. Aber auch kulturelle Durchmischung. Oh. Das ganze Programm. Es ist wirklich. Ich sage auch, es ist ein grosses Basel. Die Leute sind auch ähnlich, weißt, sehr offen und so. Lustig. Und viel saufen. Stimmt. Ja, das können sie gut. Aber dort hören sie auch nicht auf. Also, weißt, sie bringen ja auch immer wieder so. Ja. Nein, Köln gehe ich ungefähr eine Woche pro Monat bin ich dort. Ja. Und 5 Stunden mit dem Zug. Extrem entspannt. Über Basel, gut oder? Arbeiten. Immer über Basel. Ja. Genau. Und ja, ist perfekt. Wir haben dort unser Büro.
unsere Mitarbeiter und das Fact. Absolut cool. Sehr schön. Weißt du, wie unsere Firma heisst? Wie heisst die Firma? Plant-Based Power GmbH. Plant-Based Power. Ja. Sehr geil. Das finde ich übrigens eine mega gute Entscheidung, die irgendjemand mal getroffen hat und gesagt hat, wir gehen jetzt langsam weg vom Begriff vegan, weil es so eine Stempel gekriegt hat und so eine, wie ein Fluchwort geworden ist. Und ich finde es sowieso ein schönes Wort oder eine schönere Wortkombination. Plant-based finde ich mega schön. Ist super schön. Weil pflanzenbasiert ist ja der Grundgedanke. Ja. Anstatt das Negative zu nennen und sagen, keine tierische Produkte, nimmst du das Positive und sagst, wir nehmen pflanzliche Produkte. Das macht einen mega Unterschied im Kopf. Ja, das gibt es so ein aktuelles, unfassbar grosses Thema ist. Ja. Ja, die Leute fragen mich auch immer, bist du Veganer, Vegetarier, bla bla bla. So. Aber Fleisch isst du nicht mehr? Nein, ich bin noch nie irgendetwas gsi, außer irgendwie ein Mensch, der einen Namen hat bekommen und so. Also weißt, ich sage es wirklich immer einfach so, ich bin Mensch. Und ich bin ein Mensch, der sich nicht über seine Ernährungsform definiert. Ja. Yeah. Punkt. Und dann ist fertig. Ja. Yeah. Der Rest ist entweder persönlich oder wir können gerne darüber reden. Zu 85% plant-based. Ab und zu hast du noch etwas durch, arbeite aber dran, wie auch immer, wenn das mein Ziel ist. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ist doch Wurst. Yeah. Jeder soll das, es muss ja eher aus sich selber rauskommen. Es ist ja nicht nachhaltig. Und ich bin auch nicht der, der irgendwie gegen Dings. Also für mich ist einfach klar, die Projekte, die ich mache, die sind alle plant-based. Das ist der Entscheid, den ich getroffen habe, aus 1000 verschiedenen Gründen und alles in Ordnung. Aber ich tue mich nicht über das definieren oder irgendwie auf die grosse Pauke, also, das ist nicht meine Aufgabe. Nein, so andere machen. Ich glaube, es wird dann auch schwer, weil es ist ja dann in jede Richtung auch nie genug, weißt? Also irgendwie, wenn jemand die Entscheidung trifft, wo früher, frag mich nicht, zweimal am Tag Fleisch gegessen hat und dann sagt, ich esse noch einmal in der Woche Fleisch, dann sagt 100% irgendjemand, ja toll, das bringt ja auch nichts. Also weißt du, es ist so. Darum muss es ja eigentlich immer so deine eigene Definition sein. Ja, und es ist schon wie, also weißt du, es kommt ja gut. Es kommt ja auch gut. Es ist alles irgendwie in die richtige Richtung. Und weißt du, jetzt zum Beispiel, wenn du mit Leuten gegessen hast und dann siehst du meine Bunddauer voll mit Gemüse und so, sie ja auch immer neidisch. Und denkst sich, warum habe ich jetzt den Huren verbrannt, Fladen hier, weißt du, keine Ahnung. Aber ein anderes Thema. Nein, spannend, also mega spannend. Wir können gerne noch mal in 10 Stunden über das reden. Aber ich glaube, die Frage stört auch wieder, um was geht es genau? Und das ist die alles entscheidende Frage, die ich mir in meinem Leben immer stelle. Um was geht es genau? Um was geht es genau in meinem Leben? Um was geht es genau in diesem Projekt? Um was geht es genau, wenn ich hier zu diesem Podcast komme? Keine Ahnung. So. Also ich tue mir nicht irgendwie ständig die Frage stellen, aber wenn ich zu einer Entscheidung komme, stelle ich mir die Frage. Und wenn ich diese Frage kann beantworten kann, dann kann ich auch die andere Frage beantworten. Und dann kann ich einen Entscheid treffen. Ich weiß, um was geht es. Und wir haben das Gefühl, wir müssen den Planeten retten. Das ist völlig ein Kuckuck. Wir müssen dort wieder wegkommen von diesem Ding. Weißt? So, wir haben das Gefühl, wir müssen den Planeten retten. Wir müssen den Planeten retten. Wenn wir etwas retten wollen, überhaupt, wahrscheinlich die Menschen selber. Die Menschheit. Die Menschen. Wir so. Das. Nicht. Planet. Der Planet gibt es wahrscheinlich nachher noch. Planet. Das wird den Planeten retten. Wo willst du nachher tun? Weißt? Yeah. Wir haben ja schon immer das Gefühl gehabt, dass alles uns gehört und uns bedient und weißt so. Aber es kommt. Ja. Wenn das Ziel ist, die Menschheit zu retten, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen andere Schritte machen, als wenn wir per se nur den Planeten retten wollen. Und das ist ein Zusammenspiel. Wir müssen begreifen, dass alles irgendwie connected ist. Und viel Liebe, durchschnaufen und ja, auch Freude, dass ich da war. Mache ich jetzt Schluss, oder warum? Nein, ohne Scheiß, genau in dem Moment hat jetzt aufgehört. Wirklich? Ja, das ist einfach das Gefühl. Das ist einfach, wenn man sinkt in ist. Ja, ich habe das Gefühl, es ist glaube ich gut. Es ist wirklich perfekt, weil ich muss dich auch nicht fragen, was du machst, um dich gut zu fühlen, weil ich glaube, das haben wir jetzt 1,5 Stunden lang besprochen. So. Und für die, die zurückgehen, genau gar nichts. Einfach sein. Schnaufen nicht vergessen. Nein, das ist schon wichtig. Yeah. Wow, schnaufen. Ohne Scheiß, natürlich, wie jeder Mensch, habe ich irgendeine App, die einem beibringt, wie man schnauft. wir haben ja 32 Jahre lang nicht richtig können schnaufen. Ja, ich auch nicht. Und ohne Scheiß, es macht mega viel aus. Der Nase, gell? Hast du schon gelernt? Schön, ja, es macht mega viel aus. Beim Reden da, beim Schnaufen, witzig, gell? Ja. Es hat auch geholfen, dass ich Mixed Martial Arts schaue, weil zwischen der Runde müssen sie auch
tief schnaufen. Ja. Und das wird ihnen dann auch gesagt, weil sie es sonst vergessen. Und sagt, so, jetzt schnaufst du zuerst. Ja. Durch die Nase rein. So. Anyway, geiles Jahr. Dringend ein bisschen. Ja, wir hören auf. Danke viel, viel mal. Merci. Bist viel, viel, viel Erfolg, viel Food, viel gut Podcast. Viel Food, viel gut, das passt. Nein, viel Food. Webseite? Ja, also ich glaube, wenn das Ding ausgestrahlt wird, dann ist immer noch so das Ende von unserer... von der Kampagne noch? Ja. Yeah. Yeah. Startnext.com/feelfood. Yeah. Das ist eine Crowdfunding-Kampagne. Ich mache Links auch in der Beschreibung. Genau, schau mal, da ist es so. Bam! Wie viel sind wir? Ja, es braucht noch. Es braucht noch Leute. Los jetzt, bis der ausstrahlt, haben wir noch etwa 13 Tage. Ah, geil. Yeah. Ja, perfekt. Also jetzt sind wir noch bei 23. Super cool. Also. Und dann haben wir hoffentlich schon etwa 10.000 Euro mehr drauf. Mega. Das Geld brauchen wir für die erste grosse Finanzierung, für die Produktionsrunde. Ja. Yeah. Oh, nicht Runde, sorry, jetzt bin ich wirklich durch. Das Geld brauchen wir für die erste Produktion, yeah. So wollte ich sagen. Und hey, auch Freude, wenn die Leute einfach etwas Kleines geben, weil irgendwie, ja, es ist mega, dass wir das dann so umsetzen können. Und dann ist ja kein Fernsehinvestor dabei. Und du bestellst wie auch schon die Food, weißt du, wir schicken sie ja nachher im Januar. Und es wird cool, mega spannendes Ding und sonst ist einfach viel-food, also viel-food.com und Fabian zu binden und yeah. Hey, ich bin wirklich durch. Aber es ist auch schön gewesen. Es ist geil gewesen. Danke vielmals, alles Liebe und bis bald. Peace.